Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserem Wahlforum hier im Bergschlösschen im Vorfeld der Kommunalwahl und natürlich auch der Europawahl. Besonders Ihnen, wie schön, dass Sie da sind, die Bürgerschaft Sprembergs. Mal sehen, ob noch welche kommen. Ich hoffe doch, dass es sich noch etwas füllt. Und natürlich Ihnen, den Kandidaten für unsere Kommunalwahl. Schön, dass Sie da sind. Danke dafür. Wir haben heute Morgen schon in einer ähnlichen Runde gesessen. Es gab einen kleinen Wechsel hier und da und haben mit Schülerinnen und Schülern der BOS, ich finde, konstruktiv den Austausch gesucht, Fragen und Antworten zugelassen und sind im Gespräch miteinander geblieben. Davon lebt Demokratie, das habe ich schon heute Morgen gesagt, vom Austausch, vom Miteinanderreden und vom Zuhören. Ich bin Elisabeth Schulze, ich darf heute Abend den Abend moderieren und uns durch diesen Abend führen. Und ich möchte aber einmal kurz vorstellen, damit Sie später mehr von den 2 Minuten haben, habe ich mir überlegt, anders als heute Morgen, wer hier oben bei uns sitzt. Und zwar ganz hier zu meiner Rechten, von Ihnen zur Linken, von der AfD, Michael Hanko. Er wird später tauschen mit Frank Kenschel. Sie müssen weg, Herr Hanko, und dann wird es einen Tausch geben. Dann von der CDU, Andreas Brenzel. Von der SPD Dirk Süßmilch, von der Partei Die Linke Elke Franke und von der unabhängigen Wählergemeinschaft Spree-Neiße Thorsten Schröter. Es geht weiter mit der FDP, Robert Kellner, die Spremberger Wählergruppe Benny Stubinski, Wählergruppe Brandschutz Jürgen Walter und Wählergruppe Natura Spremberg Roger Paulisch. Guten Abend, schön, dass Sie da sind, dass wir hier beieinander sind. Für Sie und für uns alle, aber vor allem für Sie hier oben gilt, wir haben vereinbart, es gibt maximal 2 Minuten Redezeit und Sie haben das selbstständig im Blick. Ansonsten bin ich für Sie da, um Sie zu unterbrechen oder Sie daran zu erinnern. Und für Sie, für uns Bürger gilt, Sie dürfen heute Fragen stellen, alles, was Ihnen wichtig ist. Wir sollen im Austausch sein. Fragen Sie heute alles, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Bitte achten auch Sie darauf, dass es keine langen Statements werden, sondern Fragen, die hier oben beantwortet und diskutiert werden können. Für uns alle an diesem Abend gilt, dass wir konstruktiv im Gespräch sind, am besten nicht über Menschen reden, die nicht hier im Raum sind, und ja, keine persönlichen Angriffe und so weiter. Ich denke, das ist klar. Wir beginnen gleich mit einer Vorstellungsrunde, die habe ich schon angekündigt. Jeder Person hat 2 Minuten Zeit, sich vorzustellen. Und dann möchte ich gleich tatsächlich in die Fragen übergehen, die wir dann hier oben moderiert diskutieren. Und dann so, wir werden sehen, wie lange es dauern wird, anderthalb, maximal 2 Stunden, und dann einen Abschluss finden. Genau, Herr Hanko, Sie haben schon das Mikrofon genommen. Bitte stellen Sie sich doch beziehungsweise Ihre Partei vor in 2 Minuten, und auch heute Abend der Vorschlag, nennen Sie doch mal ein oder Ihr wichtigstes Thema, was Sie heute Abend uns nennen möchten, wenn Sie am 9. Juni mit einer absoluten Mehrheit aus der Wahl gehen. Dann danke ich für das Wort. Herzliche Willkommen erstmal hier allen Zuschauern. Ich habe natürlich mehr damit gerechnet, dass die Rentner, die uns angekündigt wurden, hier mehr vertreten sind. Das ist eben nicht der Fall. Aber fangen wir an. Meine Person, ich bin eigentlich weitestgehend bekannt, Fliesenlegermeister, öffentlich bestellter Sachverständiger, bin im Moment noch Vorsitzender der AfD-Fraktion in Spremberg, verheiratet, habe 2 Kinder und 2 Enkel. Wir treten als AfD an, um in Spremberg die stärkste Kraft zu werden, weil wir haben bei der letzten Kommunalwahl 2 Plätze liegen lassen. Das darf uns in dieser Wahlperiode nicht mehr passieren. Ja, die Rentner. Was kann man als Kommunalpolitiker für die Rentner machen? Ich glaube, die größten Probleme für die Rentner sind eher bundespolitisch oder im Kreistag verortet. Was wir uns vorgenommen haben: Wenn die Rentner mit Problemen zu uns kommen, wir nehmen die Rentner ernst, wir werden ein Wort auf die Rentner hören. Im Kreis natürlich werden die Punkte, so wie ÖPNV, was für Rentner immer sehr wichtig ist, in Angriff nehmen, und auch so Ärzteversorgung und sowas alles, was aber kommunalpolitisch nicht in unserer Hand liegt. Danke. Dankeschön. Herr Brenzel. Ja, vielen Dank für das Wort. Mein Name ist Andreas Brenzel, ich bin 56 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder und seitdem ich lebe oder auf dieser Welt bin, Spremberger. Ich bin Fraktionsvorsitzender der CDU-FDP-UWG-EB-Fraktion und ja, was ist das wichtigste Thema? Also mir war jetzt nicht so bewusst, dass es nur um die Älteren unter uns geht, sondern um alle in dieser Stadt. Ja. Vielleicht ist die Einladung falsch verstanden worden. Denn es geht um unsere Stadt und die Stadt besteht aus vielen Generationen, nämlich aus allen, von Kleinkind bis zum Hochbetagten, und alle sind uns gleich wichtig. Und natürlich gibt es unterschiedliche Schwerpunkte in der Kommunalpolitik für alle Bevölkerungsgruppen. Was uns wichtig ist als CDU, dass wir endlich umsetzen. Ja, wir haben ganz viele Dinge in den letzten 5 Jahren tatsächlich auf den Weg gebracht. Und wenn man so schaut, naja, dann meint man manchmal, es ist ja nicht viel geworden. Stimmt nicht, es ist ganz viel geworden. Und vor allen Dingen ist viel eingestielt worden. Und diese eingestielten Projekte, ich will mal ein paar benennen, das ist der Bau der Oberschule, das ist die Sanierung der Schwimmhalle, das ist die Errichtung der Bauten durch die Gewober im Färberquartier, also die Umgestaltung des Spremberger Marktplatzes, das sind alles Dinge, die sind auf den Weg gebracht worden und die müssen einfach nur noch umgesetzt werden. Denn die Beschlüsse sind dafür da und feuerfrei, unsere Stadt wird sich in den nächsten Jahren zum Positiven weiterentwickeln können. Das ist uns besonders wichtig. Keine super neuen Themen, sondern es liegen genügend Themen aus den vergangenen Jahren auf dem Tisch und die Stadtverordneten haben eine Verantwortung, es umzusetzen und unsere Stadt so ein Stück weit lebenswerter wieder zu machen. Dankeschön. Herr Süßmilch. Ja, vorgestellt wurde ich ja schon. Mein Name ist Dirk Süßmilch, verheiratet, 57 Jahre alt, 2 Kinder, ein Enkel, eine Enkeltochter. Bin für die oder trete für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands an, hier in Spremberg. Und für uns ist es eigentlich, es ist schwer, ein einziges Thema zu benennen. Deshalb werde ich mich mal an die Vorgabe nicht halten, sondern 2, 3 Aspekte aufbringen. Das eine ist, der Wohlstand der Stadt lebt von der vom wirtschaftlichen Erfolg, den wir in Spremberg mit unseren Ansiedlungen, mit dem Industriegebiet haben werden. Deshalb hat das für uns natürlich eine gewisse Priorität, aber im Einklang mit den Belangen der Bürgerinnen. Das geht eben über so eine Themen wie Windenergie, das geht über Straßentempo 30, Lärmschutzwände, Schwarze Pumpe und wie auch immer. Ein Thema, nur grob angerissen. Das Zweite ist wichtig, wenn Menschen hier leben sollen und gut leben sollen, dann müssen wir Quartiere entwickeln. Familienfreundlich, generationsübergreifende Quartiere. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass wir uns nach und nach alle Quartiere in der Stadt, alle Ortsteile vornehmen, einen Masterplan für die Entwicklung erarbeiten, erstellen und danach auch handeln. Weil das ist wichtig fürs politische Handeln, auch für die Akteure. Dritter Punkt, das Thema Weltoffenheit, Toleranz in Spremberg. Fremdenfeindlichkeit, Extremismus, egal in welcher Form, dürfen in unserer Stadt keinen Platz haben. Wir werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich einen Arbeitskräftezuwachs erleben, der nicht nur aus einheimischen Arbeitskräften besteht, sondern international ist, und dann schadet uns das mehr als alles andere. Spremberg ist weltoffen. Und Vierter Punkt will ich mit einem Zitat kurz anreißen, mehr Demokratie wagen. Ein Zitat von Willy Brandt. Aber es ist wichtig, dass wir viel, viel mehr die Bürger an bestimmten Prozessen beteiligen. Das ist auf einem guten Weg. Das wurde oft gemacht. Denk ans Bürgerhaus zum Beispiel oder an das Färberquartier, wo es öffentliche Veranstaltungen gab. Aber das können wir noch öfter machen. Denn ich glaube, aus Information, sachlicher Information entsteht Akzeptanz und viel weniger Diskussion über bestimmte Themen. Also das sind so 4 Kernpunkte, die für uns so im Vordergrund stehen. Dankeschön. Ja, mein Name ist Elke Franke. Ich lebe seit 67 Jahren in Spremberg. Das heißt, ich bin wirklich noch im Spremberger Krankenhaus auf die Welt gekommen. Und ich hatte es, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich liebe meine Heimatstadt und mir ist es sehr wichtig, dass die Heimatstadt, unsere Perle der Lausitz, immer schöner wird. Für meine Partei ist natürlich das Wichtigste für die Linke ist der Frieden. Und ich möchte gerne Herrn Pistorius sagen, wir müssen nicht kriegstüchtig werden, sondern wir müssen endlich in Friedensverhandlungen einsteigen, damit diese Waffenexporte und dieser Aufrüstungsprozess in Europa aufhört. Aber friedliches Zusammenleben ist natürlich in der Kommune auch die Grundvoraussetzung. Dirk Süßmilch hat es ja gerade schon gesagt. Und dafür brauchen wir viele Voraussetzungen. Das sind einmal gute Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten. Das ist gute Arbeit, das ist gute Lebensbedingungen. Dazu gehört eine gute gesundheitliche Versorgung. Dazu gehören vielfältige Angebote, kulturell, sportlich. Die Mobilität wurde schon angesprochen. Dazu gehört eine gute, intakte Umwelt. Dazu gehören vielfältige Wohnformen, schöne Pflegeheime und natürlich, dass wir immer die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Und das ist uns eine Herzensangelegenheit. Danke. Dankeschön. Herr Schröter. Ja, ich bin Thorsten Schröter. Ich kandidiere für die UWG. Ich bin 57 Jahre alt, ja, seit meiner Geburt Spremberger, also ist nicht ganz so korrekt. Ich bin 2001 weggezogen nach Hornow und habe den Ortsteil Hornow und den Ortsteil Wadelsdorf 2016 wieder mit nach Spremberg gebracht und habe persönlich auch dafür gekämpft. Wir als Fraktion stehen, ja, ich sagte es schon, für die Ortsteile. Das heißt, uns ist ganz wichtig, die Ortsteile stärker mit einzubinden. Wir haben viel geschafft, aber wir haben noch nicht alles erreicht. Und das ist unser Motto. Was ist uns noch wichtig? Ganz klar, das vernünftige Zusammenlegen von Jung und Alt. Die Achtung vor dem Alter, aber auch Möglichkeiten für die Jugend zu schaffen. Das sind zum Beispiel Arbeitsplätze. Arbeitsplätze setzen zum Beispiel eine sichere, kostengünstige Energieversorgung voraus. Das zielt schon wieder in die nächste Richtung, für die wir uns stark machen, für die Stärkung unserer städtischen Gesellschaften. Vor allem, ganz wichtig in der aktuellen Zeit, die städtischen Werke. Uns ist es wichtig, auf Augenhöhe mit der Verwaltung zusammenzuarbeiten. In den letzten Jahren ist da vieles ja was gelaufen, was nicht so schön war. Wir wollen das wieder richten und wir betrachten die Verwaltung als Partner und nicht als Gegner. Dankeschön. Sie können das Mikrofon wieder auf Ihren Tisch legen, denn Herr Kellner hat ein eigenes Mikrofon. Ja, schönen guten Abend an alle. Mein Name ist Robert Kellner, bin 25 Jahre, wurde auch hier im Spremberger Krankenhaus geboren, seit 25 Jahren Spremberger, bin verheiratet, keine Kinder, aber liebender Katzenvater, das muss man dazu sagen. Ja, ich trete für die FDP an, für die Stadtverordnetenversammlung und unsere Ziele, wir können es nicht auf eine Sache beschränken, weil Spremberg ist eine Stadt im Wandel und diesen Wandel müssen wir mit mehreren Themen begutachten. Darunter wäre auf einen Punkt zu sehen die Generationsgerechtigkeit, dass wir nicht nur Politik für die Jugend machen und nicht nur Politik für die ältere Bevölkerung, sondern im gemeinsamen Lösungsansätze finden, im gemeinsamen Projekte entwickeln und die Stadt dadurch bereichern, aber auch die Menschen halt in der Region zu halten. Weiterhin in der Region zu halten ist natürlich das Stichwort Windkraftanlagen als auch Energieversorgung. Wir sind die Perle der Lausitz und damit auch eine Energieregion. Und wir waren eine Energieregion und wir wollen diese auch bleiben. Das heißt, es blüht uns eine wunderbare Wirtschaftswege auf, die natürlich Arbeitsplätze sichern, die Geld in die Stadtkasse bringen, als auch neue Möglichkeiten Möglichkeiten für die Wohnsituation hier schaffen. Und ein weiterer Punkt wäre dann auch natürlich der Natur- und Artenschutz, als auch die Wasserproblematik in der Lausitz, die wir gemeinsam mit Experten und Studien nicht nur in der Stadt, als auch in Verbindung mit dem Kreis angehen wollen und somit eine sichere Zukunft auch der Umwelt Sprembergs gewährleisten zu können. Vielen Dank. Herr Stubinski. Ja, wunderschönen guten Abend. Benny Stubinski, mittlerweile über 40. 4 Kinder, gerade ein Eigenheim gebaut in Spremberg. Insofern wenigstens die nächsten 20 Jahre hier gebunden. Wir sind ja die Spremberger da eigentlich schon immer gewesen, unsere Wählergruppe. Wir hießen vorher die nächste Generation, einfach weil wir damals die Jüngsten waren. Mittlerweile sind 2 Legislaturen rum. Und wir haben gesagt, eigentlich müsste man Platz machen in der Hoffnung, da kommt eine neue Generation, die das gern möchte. Und ich will das nicht ganz verhehlen. Man hat uns des Öfteren in letzter Zeit immer mit der letzten Generation verwechselt, mit der wir so gar nichts am Hut haben. Deswegen war der Namenswechsel fällig. Wir sind bekannt für unkonventionelle Ideen, manchmal auch für unkonventionelle Methoden der Streitausübung mit den politischen Akteuren. Unbequem, habe ich manchmal gehört, das war noch löblich. Das wollen wir auch weiter sein. Wir wollen weiter kreative Ideen einstreuen, Hinweise geben. Ich gehe nicht davon aus, wir haben auch nur 5 Kandidaten auf der Liste, dass wir die absolute Mehrheit haben. Es wäre traumhaft, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Das ist eine Vision. Insofern sind wir realistisch. Unser Thema wird sein, Familien hier in der Region ein gutes Zuhause zu geben. Wir haben den Schomberg nicht aufgegeben, auch wenn er noch nicht so aussieht, wie wir uns das 2019 gewünscht haben. Das ist für uns das Wohngebiet der Zukunft mit innovativem Wohnbau und entgegen dem, was immer alle so befürworten, Mehrgenerationsbau. Nein, wir wollen ein Familienwohngebiet haben, in dem eine neue Generation von jungen Familien aufwächst. Wird dann irgendwann mal ein alter Stadtteil sein, das gehört dazu. Aber genau das wollen wir machen. Und wir wollen im Bildungsbereich machen, das werden wir heute bestimmt nochmal haben, das Thema Schule. Heute früh hatten wir es schon mal, da gibt es ein paar Schnittmengen, ein paar Ideen, die wir gerne weiterführen wollen. Und, was ich versprechen kann, wir wollen nichts zurückdrehen, was jetzt beschlossen ist. Also entgegen dem, was es nach der letzten Wahl dann so Rolle-Rückwärts-Sachen gab. Daran wollen wir uns diesmal nicht beteiligen, sondern das ist jetzt so und das wird jetzt so gemacht. Und danach können wir es nochmal besser machen. Dankeschön. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Jürgen Walter. Ich komme von der Wählergruppe Brandschutz und ich bin kein Spremberger. Aber das macht nichts. Ich wohne auch schon ein paar Jährchen hier in Spremberg. Unter anderem arbeite ich schon über 30 Jahre im Rettungsdienst. Und wie gesagt, unsere Sachen bei der Wählergruppe Brandschutz werden darauf hinauszielen, bei allen Projekten, die hier in der Stadt Spremberg entstehen, dass wir immer unseren Augenmerk mit auf die Frage der Sicherheit legen, Sicherheit der Bürger der Stadt Spremberg. Zum anderen ist die Frage Einbeziehung der Ortsteile, so wie es bei der Feuerwehr, wo sich schon gelebt wird. Und natürlich nicht zu vergessen ist die Frage Stärkung des Ehrenamtes und das nicht nur bei der Feuerwehr, sondern in allen anderen Bereichen auch. Dort wird nämlich eine sehr, sehr gute Arbeit ehrenamtlich geleistet, ohne die es sonst nicht gehen würde. Und zum Schluss Jugendarbeit, ganz groß geschrieben. Wer es vielleicht verfolgt hat, am Wochenende war das Kreisjugendlager mit 500 Kindern dabei. Natürlich braucht man da auch eine entsprechende Vorbereitung, Nachbereitung, Betreuer und dergleichen mehr. Ich denke mal, so in die Richtung wird das gehen. Dankeschön, Herr Paulisch. Vielen Dank. Mein Name ist Roger Paulisch, ich bin auch Spremberger, also 66 geboren, 57 Jahre alt, nur zur Armee- und Studienzeit mal Spremberg kurz verlassen und bin natürlich stolzer Opa mittlerweile. Die Tochter mit Schwiegersohn wohnen auch in Spremberg und für die beiden Enkel, wenn die mich angucken, setze ich mich ein. Also es ging für mich speziell vor 2 Jahren in der politischen Welt los. Ich sitze heute hier für die Wählergruppe Natura, die herausgegangen ist oder hervorgegangen ist aus die erst aus der im Februar gegründeten Natura-Vereinigung. Und wie der Name schon sagt, ist natürlich die Natur unser größtes Anliegen. Und das politische Interesse ist dementsprechend gewachsen, weil jegliches industrielles Streben immer nur verbunden war in der Vergangenheit, ob das Industriegebiet Ost oder andere Geschichten waren, mit Abholzung von Wald und Erweiterung der Industriegebiete. Und dem setzen wir uns vehement entgegen. Natürlich gibt es riesengroße Schnittmengen auch mit den genannten Themen der Vorredner. Wenn wir bei der Wahl entsprechend abschneiden werden, werden wir uns dort sicherlich finden. Aber die Natur weiter so zu missbrauchen, das widerstrebt uns. Und das wichtigste Anliegen ist für uns natürlich das Trinkwasser. Und da möchte ich jetzt schon herzlich einladen. Nächste Woche am 30.05. ist auf der Vereinsgaststätte Blau-Weiß um 19 Uhr dazu nochmal ein spezieller Vortrag. Und da kann man dann auch einen Spezialisten dazu hören mit ausführlichen Ergebnissen verschiedener Studien. Dankeschön. Vielen Dank. Mir war das klar, dass es nicht leicht ist, ein Thema zu finden. Ich glaube, es hat auch niemand geschafft. Aber wir haben jetzt umso mehr Themen, die wir besprechen können, die schon vorgesetzt sind. Sie haben nochmal wahrscheinlich Ihre ganz eigenen Themen. Und Herr Hanko, Sie haben recht, ich habe es verpasst, in der Begrüßung zu sagen. Es hat der Jugendbeirat und der Seniorenbeirat eingeladen. Herzlichen Dank dafür im Übrigen. Das habe ich verpasst zu sagen. Also es geht um die Themen von uns allen, von allen Generationen an diesem Abend, die ja hier auch vertreten sind, wie ich sehe. Deshalb gehen wir in die Fragen über. Es gibt zwei Mikrofone, zwei Menschen mit Mikrofon. Können die sich einmal ganz kurz kenntlich zeigen? Einmal auf dieser Seite und einmal auf dieser Seite. Bea und Vitali, wunderbar. Und Sie zeigen an, dass Sie jetzt eine Frage haben, am besten, damit die beiden zu Ihnen kommen. Gibt keine. Das ist auch interessant. Niemand möchte beginnen. Ansonsten würde ich mit einem Thema starten. Ja, schönen guten Abend. Erstmal bin ich erfreut eigentlich, dass ich so ein breites Spektrum an den politisch Verantwortlichen sehe. Mein Name ist Orban übrigens. Und zumindest hat etwa die Hälfte der vorgestellten Personen sich zum Klima- und zur Wasserproblematik geäußert. Ich muss sagen, das ist auch ein Anliegen von mir, dass und vor allen Dingen das Wasser. Und das muss meines Erachtens im Stellenwert in unserer Region ganz andere Dimensionen annehmen. Was wir bis jetzt erlebt haben, das war immer Hoffnung. Hoffnung vor 10 Jahren schon, dass die Spree in 3 Jahren sauber sein wird. Jeder kann sich selbst das Bild davon machen. Herr Orban, können Sie mir einen Gefallen tun? Stellen Sie eine Frage zum Thema Wasser, weil das ist, glaube ich, wirklich sehr interessant. Haben auch schon welche was dazu gesagt. Und Sie sagen mir am besten 2 Namen und die befrage ich dann. Oder ich wähle 2 Personen aus. Naja, ich kenne ja einige Personen und deren Meinung. Ja. Mir ist erstmal grundsätzlich, steht für mich im Mittelpunkt, dass, wie gesagt, die Natur im Vordergrund stehen muss und dann die industrielle Entwicklung. Denn wenn unsere Umgebung, speziell auch das Trinkwasser, durch die Industrialisierung defekt oder zerstört wird, dann ist hier auch kein Lebensraum mehr für die Bürger da. Ja, und ich habe zuletzt gehört, die Mengen, die zum Beispiel Pier Fabrik 2 jeden Tag an Wasser gebraucht werden, das ist erschreckend. Ja, und dafür gibt es keine Konzeption. Alles das auch, was Sie Vielen Dank. Genau, danke. Einmal das Mikro. Ich danke Ihnen für den Beitrag. Das ist wichtig. Wir wollen natürlich Sie hören, aber mit Fragen bitte. Aber vielleicht kann ich Ihnen helfen und eine Frage formulieren, die vielleicht in Ihrem Sinne ist, was nämlich noch nicht erwähnt wurde, aber ich traue es mich jetzt doch mal zu erwähnen, dann haben wir es vielleicht am Anfang weg. Wasser hat ja auch etwas mit dem Kupferabbau zu tun. Möchte von Ihnen jemand dazu Stellung beziehen? Wie sieht es aus, wenn Sie gewählt werden mit dem Kupferabbau? Auch niemand, auch Herr Hanko. Ja, weil ich nicht viel Zeit habe, fange ich gleich mal an. Genau. Also Kupferabbau, ich glaube, ist heute und morgen noch nicht das Thema mehr hier in Spremberg. KSL muss diverse Gutachten noch nachbringen. Also ich glaube nicht, dass wir uns in dieser kommenden Legislaturperiode noch einmal über Kupfer unterhalten werden. Mal nochmal zu dem Wasserthema. Hier müssen wir wirklich sehen, dass wir versuchen, das Wasser, was wir im Moment als Brauchwasser, sage ich mal, aus der Kläranlage lassen, dass wir das hier versuchen, in der Gegend zu halten, dass wir das wiederverwerten, so wie es die Japaner machen. Die tun fast 90% ihres Brauchwassers wieder verwerten. Das ist bei uns noch nicht der Fall. Bei uns wird es einfach in die Flüsse geleitet und ab in Nord- und Ostsee. Und wir müssen auch vorsichtig sein mit dem ganzen Wasserstoff, weil Wasserstoff braucht unheimlich viel Trinkwasser. Und die Ressourcen haben wir im Moment noch nicht. Da muss man dann sehen, dass die Wasserwerke so vorbereitet sind, wenn denn das mal großflächig kommt mit dem Wasserstoff, dass die auch so viel Wasser haben, dass wir da auch Wasserstoff produzieren können. Dankeschön. Und dazu gibt es auch gleich eine Wortmeldung von Herrn Brenzel. Ja, ich will da anschließen, nicht was die Trinkwasserversorgung an sich betrifft, da mache ich mir ja keine Sorgen in Spremberg. Ich mache mir um eine Sache Sorgen, die ich in diesem Wahlkampf überhaupt noch nicht gehört habe, die aber uns umtreibt, die wir in Richtung Pulsberg wohnen, weil dort schlummert eine Umweltbombe. Ja, das ist wirklich eine Zeitbombe, ich wurde da auch schon mal zitiert vor Jahren, bloß immer wieder nur drüber reden, macht es nicht besser. Wir reden über die Industriemüllkippe, die im ehemaligen Bergbaufolgesee Pulsberg, aber also im Pulsberger Badesee schlummert. Und das ist eine echte Gefahr für die Spremberger Wasserversorgung, weil sollte der Braunkohletagebau Welzow Süd aufhören zu fördern und die Absenkung des Trinkwassers sozusagen nicht mehr Realität sein, sondern das Trinkwasser, also das Grundwasser wieder steigen, dann ist klar, also da gibt es keine Frage dazu, sondern es ist so, wird dieses schadhafte, wird das Trinkwasser sozusagen dadurch kontaminiert, dass Industrieabfälle das Grundwasser ja verunreinigen und die Fließrichtung in Richtung Innenstadt bzw. in Richtung unseres Trinkwasservorkommens geht. Und das ist die reale Gefahr. Ja, bevor wir über die Abhängigkeit von Trinkwasserqualität und Windrädern reden, sollten wir eher darüber reden, über das, was wirklich da ist, nämlich eine tickende Umweltbombe. Und da erwarte ich eigentlich, dass wir stärker auf die Verantwortlichen im Landkreis eingehen. Wir wissen, dass der Bund verantwortlich ist für die Beseitigung dieser Umweltrückstände aus der DDR oder Industrierückstände aus der DDR. Aber der Landkreis ist fürs Monitoring zuständig und ist dafür zuständig, beim Bund Druck zu machen, dass das endlich wird. Weil wir reden davon, dass die Braunkohle irgendwann 38 laut Gesetz, aber real wird es wahrscheinlich ein paar Jahre eher werden, weil einfach keine Kohle mehr da ist. Und dann reden wir von einer realen Trinkwassergefahr hier in Spremberg. Und dem muss man entgegentreten, entschieden. Von Stadtseite, Landkreis auf den Bund Druck ausüben. Umsetzen. Ja. Herr Süßmilch, können gleich weitergeben. Beim Thema Wasser würde ich in zwei Kategorien unterscheiden. Das eine ist die Region Lausitz, die ein Problem kriegen wird mit dem Kohleausstieg. Wenn nämlich dann die Sümpfungswasser der Gruben nicht mehr eingeleitet werden, wird eine ganze Menge Wasser im Wasserhaushalt der Lausitz fehlen. Da gab es in den vergangenen Jahren sehr interessante Untersuchungen vom Umweltbundesamt dazu, die dort ein Szenario aufbauen. Und das ist aber ein Problem, das können wir Spremberger nicht lösen. Das muss überregional, länderübergreifend, teilweise international gelöst werden. Ist ein eigenes Thema, kann man ganze Abende damit füllen. Was Spremberg betrifft, wird sich das aber auswirken, weil wir haben die Spree durchlaufen, wir haben momentan ein Problem mit der Spree und das kann uns in Richtung Welzow gedacht durchaus wieder passieren. Ja? Also 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre nach dem Stilllegen der Pumpen im Süden kam das Problem mit dem Eisenocker, weil das Grundwasser anstieg und die Kippen durchfeuchtet waren. Das kann uns im Welzow wieder passieren, die Gefahr ist durchaus real. Aber ich glaube, dass wir eher ein Problem mit den Mengen bekommen werden und die vielleicht auch wirtschaftliche Ansiedlung limitieren könnten in diesem Problem. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch dafür stark machen, dass das Problem Wasser in der Lausitz nicht nur lokal gesehen wird, sondern auch überregional, national, bundesländerübergreifend, Sachsen, Brandenburg, Berlin, international mit Polen zusammen, weil wir werden ohne Hilfe von außen, wenn wir das Problem so nicht lösen. Dankeschön. Herr Schröter hat auch noch was zum Wasser zu sagen. Genau, also ich möchte mich erstmal den Ausführungen von Andreas Brenzel hier anschließen. Also es ist wirklich eine Bombe, die uns da erwartet. Wir hatten dazu im Bauausschuss einen Vortrag vom Landkreis und ich hätte eigentlich erwartet, dass Natura dieses Thema ja wohlwollend aufnimmt und sich genau darauf stürzt, weil das ist wirklich ein Thema, was uns innerhalb kürzester Zeit hier drohen wird. Zum Thema braune Spree. Mich hat es damals ein bisschen schockiert, als Matthias Platzek, der sich mal darum kümmern sollte, gesagt hat, das ist ein Jahrhundertprojekt und damit blieb das Ganze auch liegen. Ich sehe uns als ja, Lokalpolitiker, Kommunalpolitiker hier in der Verantwortung, Druck zu machen auf Landes- und Bundespolitik, uns ja bei der Beseitigung dieses Problems zu helfen. Und es wird ein Problem sein, was uns noch sehr, sehr viele Jahre begleiten wird, was durch den Ausstieg aus den anderen Tagebauen sicherlich noch größer werden wird. Und was wir nicht aus der Verantwortung lassen dürfen, das ist der Betreiber. Und ich habe das Gefühl, dass sich der Betreiber, ich will es deutlich sagen, die LEAG, hier schon versucht, aus der Verantwortung zu stehlen, indem man anfängt, Unternehmensteile auszugliedern. Das deutet für mich darauf hin. Und am Ende wird es ja für mich eigentlich schockierend darauf hinauslaufen, dass wir mit dem Problem allein dastehen. Und deswegen müssen wir als Kommunalpolitiker den Weg über Landes- und Bundespolitik suchen, hier eine Lösung zu bekommen. Dankeschön. Und Herr Paulisch hat auch schon direkt das Mikrofon in der Hand. Also wie gesagt, das ist ja natürlich eine Steilvorlage für unsere Themen, denn ja, das, was wir hier jetzt gerade erleben, das, was der Brenzel beschrieben hat, der Mensch hat eingegriffen, das, was wir mit der LEAG jetzt erleben, der Mensch hat eingegriffen, das, was wir mit der braunen Spree erleben, der Mensch hat eingegriffen und immer meint er, mit Gutachten und mit tollen Projekten kann er das alles beherrschen und wir sehen eben, er kann es nicht beherrschen. Das Bündnis Klare Spree feiert oder hat gefeiert 10-jähriges Jubiläum, tolles Jubiläum, gab es bestimmt auch Kaffee und Kuchen, aber die Spree ist immer noch braun. Und jetzt wollen wir einfach den Stadtwald, was unsere Wasserfassung ist, dahin schenken mit Kupferbergbau und mit Windenergie. Und wenn man sich im Netz ein bisschen erkundigt, dann kann man genau sehen, dass so eine Windkraftanlage 60 Kilo Mikroplastik produziert, dass dort Ewigkeitslasten in die Erde gebracht werden, dass beim Kupferbergbau, egal wo man hinguckt auf der Welt, nachher Probleme auftreten. Also ich kenne keinen Kupferbergbau, bitte belehren Sie mich, wo es auf der Welt sauber abgegangen ist. Und jetzt wollen wir auch die einzige Himmelsrichtung von Spremberg, die noch nicht betroffen ist, auch noch hinschenken und da ein Industriegebiet draus machen. Und deswegen werden wir uns gegen Windkraft und gegen den Kupferabbau oder überhaupt über das Kupferprojekt stürzen, auf das Kupferprojekt stürzen und es versuchen natürlich zu verhindern. Und wenn wir natürlich dann einen Beistand aus den anderen antretenden Wählergemeinschaften, Parteien, Fraktionen bekommen, dann wäre das natürlich eine ganz große Sache. Dankeschön. Wir bleiben noch eine Runde bei der Energiepolitik und gehen dann gerne, ich sehe es, auf ein nächstes Thema ein. Möchte noch jemand außer Herr Schröter dazu etwas sagen? Dann dürfen Sie, ach nee, Frau Franke erst noch, hatte ich aufgeschrieben, Entschuldigung, Frau Franke und dann ja, noch einmal Herr Schröter und dann neues Thema. Ich wollte jetzt nicht zur Energiepolitik, aber ich wollte noch mal was zum Thema braune Spree sagen. Ja. Wir hatten ja, glaube ich, im April das Bündnis Klare Spree hier in Spremberg. Und da waren ja auch interessierte Bürger eingeladen. Und wir sind also an der Spree entlang gelaufen und konnten praktisch feststellen, also sichtbar nicht, aber wir konnten feststellen, weil ja Werte ermittelt werden, dass also praktisch der Eiseneintrag doch rückläufig ist. Das sieht man zum Beispiel daran, da haben sich nämlich die Kanuten drüber ein bisschen beklagt, dass auf einmal wieder Pflanzen wachsen in der Spree. Also für mich ist die Spree immer gleichbraun, also ich kann da keinen Unterschied feststellen. Aber es wurde in Aussicht gestellt, dass also Maßnahmen ergriffen werden. Natürlich, Herr Paulisch, muss der Mensch dort eingreifen und es gibt Möglichkeiten, allerdings werden diese Möglichkeiten immer weiter nach hinten geschoben. Das ist zum Beispiel diese Dichtungswand, die unbedingt gebaut werden muss, damit eben dieser Eintrag nicht so erfolgt und da wird, ich glaube, das Gutachten ist um 2 Jahre, also es ist wieder verschoben worden um 2 Jahre, weil da noch ein Gutachten angefordert werden musste und da noch ein Gutachten. Und es wird eigentlich nichts auf den Weg gebracht, was uns zufriedenstellt. Und deswegen, man muss einfach traurig sein. Also wenn ich mit dem Fahrrad fahre und sehe, in Bresinchen sieht die Spree super toll aus und in Spremberg ist es einfach eine braune Brühe, ist einfach traurig. Und da müssen wir immer dranbleiben. Mhm. Wollen Sie noch? Dann Eine halbe Minute, Herr Schröter? Das lohnt sich nicht. Dann gehen wir in, warten Sie noch, ein neues Thema, eventuell bei der Frage. Vielleicht einmal nochmal nach oben schieben. Ist an. Vitali, kannst du mit dem mal rübergehen? Ja, hallo, ich bin die Janine Kantor, Ortsvorsteherin von Sellesen, und ich habe jetzt nochmal eine Nachfrage, also kein neues Thema, aber Herr Hanko hat es angesprochen, er hat das Thema kurz angerissen, das Thema Kupferbergbau. Wenn ich zum Beispiel von Sellesen nach Spremberg hineinfahre, da sehe ich ja auch die Plakate der AfD, wo drauf steht, Kupferabbau nicht mit uns. Jetzt haben Sie aber gesagt, das Thema wird uns in den nächsten 5 Jahren nicht betreffen. Verstehe ich einerseits nicht, warum das dann auf Ihren Wahlplakaten für diese Legislaturperiode steht. Zum anderen würde ich gern wissen, was Sie dagegen tun wollen. Also welche Strategie fahren Sie da, um zu sagen, wir als Stadtverordnete können da entschieden gegen angehen? Wie stellen Sie sich das vor? Danke für die Frage. Ja, wie stellen wir uns das vor? Wir werden mit aller Kraft gegen diese Umweltsünde Kupfer vorgehen, indem wir gewisse Genehmigungsverfahren eben nicht zustimmen. Und ja, in dieser Richtung. Was natürlich, warum das bei uns auf den Plakaten steht. Wir wissen nicht, wie schnell KSL da irgendwelche Gutachten bringt. Aber ich glaube nicht, wie der Trend im Moment aussieht, dass sie das in dieser Legislaturperiode schaffen, da irgendwelche neuen, vernünftigen, auskunftsträchtigen Gutachten vorzulegen. Direkt dazu, Herr Stubinski. Herr Hanko, jetzt muss ich aber nochmal nachfragen. Also Ihre Partei ist ja dafür bekannt, in ganz Brandenburg, dass sie die Braunkohle super finden und dass sie den Bergbau in der Braunkohle machen würden wollen, am liebsten immer weiter, solange wie halt Kohle da ist. Da Mondlandschaften und wieder so alles, was man da so an Begriffen dafür hat. Die LEAG-Leute sagen immer, es sind super kultivierte Seenlandschaften, die dann entstehen, die im Übrigen Teil des Wasserproblems der Lausitz sind, aber das mal dahingestellt. Der Kupferbergbau wurde bis, muss man den Natura-Leuten gar nicht so anheften. Das ging schon ein bisschen eher los. Ich glaube, die Westgoer waren die, die als erstes Sorge hatten, als es um die großen, ich kenne das Wort jetzt nicht genau, aber diese großen Halden ging, was dann drüber bleibt. Tälinghalden, genau, da war das Wort. Da kochte das Thema das erste Mal negativ hoch. Ansonsten war Spremberg dafür bekannt, dass wir so kupferverliebt sind, dass wir schon Gebäude geplant haben. Das Bürgerhaus sollte mal mit dem Kupferdach eingedeckt werden. Der alte Bürgermeister, ich glaube sogar Frau Handier hat die noch eine Weile getragen, haben eine wunderbare Kupferkette getragen. Also wir waren sowas von Kupfer verliebt und ich selber gehörte zu denen, die den Vorschlag gemacht haben, lass mal eine Kupferstiftung gründen, ne? Die Gewinne nehmen wir dann, weil es ist ja nur 30, 40 Jahre und die Gewinne nehmen wir dann und legen das für später an. Und plötzlich ist das alles gekippt. Ich habe die Bedenken von Natura, ich habe das mal gelesen, alles eure Positionen dazu, kann ich alles nachvollziehen. Tatsächlich muss da nachgearbeitet werden. So wie es jetzt gerade ist, kann man das nicht machen. Aber ganz ehrlich, ich will das gar nicht auf ewig ausschließen. Ich habe eine Gruppe von Menschen, die im Bergbau arbeitet, die, und Entschuldigung, nicht falsch verstehen, die hat nichts anderes gelernt als Bergbau. Und die möchte auch nichts anderes als Bergbau machen. Und für die wäre Kupfer nochmal eine gute Option, wenn es mit der Braunkohle nicht mehr weitergeht, nochmal was weiter zu machen. Deswegen will ich diese Tür gar nicht so pauschal zuschlagen. Tatsächlich, es ist gut, dass ihr da seid, dass ihr das so auch so laut vortragt, aber wir müssen aufhören, die Dinge so zu emotionalisieren und dann als populistische, ne, das ist ja einfach gerade, weil mit so einem Aufreger, auch mit 150 Jahre alten Bäumen ist es einfacher, Wahlkampf zu machen, als mit den Fichten, die Tesla da weggesägt hat. Dankeschön. Das waren auch viele. Ja, vielen Dank. Ich möchte gern, wir haben jetzt 15 Minuten mindestens schon über dieses Thema gesprochen. Ich denke, es gibt ein Sie haben extrem viele Themen vorgegeben, dass wir an diesem Abend noch etwas vorankommen. Bringen Sie bitte noch ein neues Thema mit ein. Ich habe vorhin schon eine Wortmeldung gesehen. Können Sie mir es nochmal anzeigen oder den Mikrofonmenschen? Ansonsten konnte ich es mir nicht merken. Ja, wunderbar. Also, gut, Schollmeier, 70 Jahre. Ich hatte mal die Frage, was stellen sich die einzelnen Vertreter vor, was junge Menschen hier nach Spremberg zieht? Weil es ja hieß, hier soll ein Bevölkerungszuwachs ist zu erwarten. Ich denke, und vielleicht hängt es nicht bloß am Kupfer, was kann das sein? Ja, haben Sie eine bestimmte Person vor Augen, von der Sie eine Antwort möchten, Herr Schollmeier? Am besten von allen. Am besten von allen, ich glaube, das schaffen wir nicht ganz. Ich gucke mal nach rechts und links. Dann Herr Schröter war zuerst. Herr Schröter war zuerst. Danke. Ja, danke, Herr Schollmeier, für die Frage. Wir kennen uns ja noch persönlich. Ich hatte ja noch das große Glück, bei Ihnen lernen zu dürfen. Ja, was wird junge Menschen nach Spremberg bringen? Natürlich, wir Spremberger haben eine schöne Stadt und wir reden immer viel kaputt. Und das ist das, was mich ärgert. Ich habe es zu unseren netten Moderatoren erst schon gesagt, wir müssen einfach mal die Werte erkennen, die wir uns geschaffen haben. Und das einfach mal nach außen reflektieren. Das wird vielleicht auch junge Leute ein bisschen begeistern. Und was mir ganz wichtig ist, ist Arbeitsplätze zu schaffen. So, es soll viel passieren im Industriepark in Schwarze Pumpe, wo unsere ASG ja heldenhaft kämpft für Ansiedlungen, Flächen frei macht, dass die Ansiedlungen wirklich kommen können. Aber wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen. Und Voraussetzung heißt, zuallererst Energie, bezahlbare Energie. Und wenn wir uns hier gegen alles wehren, wird es diese Ansiedlung nicht mehr geben. Und es wird dazu führen, dass Unternehmen, die sich jetzt angesiedelt haben, die noch in der Entwicklungsphase sind, dann relativ schnell das Weite suchen und sich dahin begeben, wo sie Energie zu vernünftigen Preisen bekommen. Und ich muss es ganz deutlich sagen, erneuerbare Energien sind die günstigsten Energien. Was die Energie so teuer macht, das ist Gasverstromung. Und es ist gesellschaftspolitischer Konsens, dass wir spätestens 2038 aus der Braunkohleverstromung aussteigen. Und ich muss sagen, es ist auch gut so, weil das, was wir der Umwelt damit antun, das ist verheerend. Und ich will mal den Ball in die Richtung Stadtwald und Windpark spielen. Wir reden da über 5,5 Hektar, die wir dem Wald entnehmen wollen, um da 13 Windkraftanlagen aufzubauen. Unsere Lausitzer Tagebaue brauchen jeden Tag 1 Hektar. Das heißt, nach 5,5 Tagen wäre das, was wir aus dem Stadtwald entnehmen wollen, schon aufgebraucht. Und das, was die Tagebaue hinterlassen, ist ein 100 Meter tiefes Loch, was nie wieder rekultiviert werden kann. Es wird mit Wasser geflutet und dieses Wasser verdunstet, weil die Seen einfach nur flach sind, weil sich niemand mehr die Arbeit macht, das Ganze ein bisschen zusammenzuschieben. Vielen Dank. Und dieses Wasser fehlt uns in der Lausitz. Danke. Sie haben den Ball zugespielt. Darf ich ganz kurz, Herr Süßmilch, ich habe Sie im Blick und Herr Brenzel auch. Sie hatten es auch angesprochen, aber ich bitte darum, bei der Frage zu bleiben, wie die Jugend hierher kommen soll. Ich hätte jetzt gerne auf die Ausführung Herrn Schröter geantwortet, aber bedanke mich natürlich auch bei Herrn Schollmeier. Also ich war in der gleichen Klasse übrigens. Also ich kann mich noch an die Ausführung erinnern. Der Auslandsaufenthalt in Mosambik war es, glaube ich, mit Ihrer ERV, wo Sie uns dort mitgenommen haben auf Ihre Reise. Also von daher, wir genießen natürlich unsere tolle Natur und wollen, dass es so bleibt. Und wenn ich Perle der Lausitz von draußen ranschreibe, dann muss auch Perle der Lausitz drin sein. Wenn ich nachher nur ein Industriemoloch habe und wenn wir uns mal ehrlich sind, die Industrieunternehmen, die sich jetzt gerade frisch ansiedeln, wie siedeln sie sich an? Was passiert? Ich sage jetzt zu Fördermitteln nichts, aber ich sage eins, wenn es um Subventionen geht, da ist auch schon viel Schindluder passiert. Und wir werden dort ganz genau hingucken. Und ich bin der Meinung, wenn sich ein Industrieunternehmen oder ein Unternehmen separat entscheidet, jawohl, da sind tolle Fachkräfte, da ist eine motivierte Bevölkerung, dann hat sie dort auch Chancen, groß zu werden. Es muss nicht immer mit Subventionsgeld und künstlich organisiert werden. Ich habe auch erlebt, dass dort Unternehmen, kurz nachdem die Subventionsbedingungen ausgelaufen sind, ihre Werkhallen wieder zugemacht haben, die Maschinen mitgenommen haben, irgendwo anders hingegangen sind, wo es noch billigere Arbeitskräfte gab. Also ich bin der Meinung, wir müssen aus eigener Kraft hier für Ansiedlung sorgen und es kann nicht nur Subventionen geben aus dem großen Topf und mit diesem Geld, ich sag mal, das lockt auch Leute an, die dann auch schnell wieder weg sind. Vielen Dank. Herr Schommer, ich glaube, Sie haben das Glück, dass wirklich jetzt alle kurz etwas dazu sagen dürfen. Herr Süßmilch als nächstes. Ich hatte das Thema ja angesprochen in meinem Eingangsstatement, dass ich gesagt habe, wir werden einen Zuzug erleben. Ich beschäftige mich beruflich viel mit dem Strukturwandel und kenne viele Projekte und viele Entwicklungen, die momentan angeschoben werden, die aber ihre Wirkung noch nicht zeigen. Und es wird nicht nur Spremberg mit dem Industriepark betreffen, sondern es wird die gesamte Lausitz, gerade Cottbus betreffen, dass wir in den nächsten 10 Jahren wirklich einen Bevölkerungsopfer kriegen. Und dann gehen wir mal jetzt auf das Beispiel Spremberg, um es konkret zu machen. Herr Peine sprach mal von 3.000 Arbeitskräften im Industriepark. Wenn es so viele werden, ist gut. Wenn nicht, rechnen wir mal mit 2.000. Wenn 2.000 neue Arbeitsplätze entstehen und nur 10% dieser Leute die Idee haben, sich in Spremberg niederzulassen, weil es kürzer zur Arbeit ist, dann brauchen wir 200 neue Wohnungen. Dann kommen 200 Ehepartner mit und in der Regel 2 Kinder. Dann haben wir 200 neue Kita-Kinder, 200 neue Schulen, Schulplätze brauchen wir. Dann kommen wir genau in so ein Problem rein, wo Sie sagen, wie können wir die Jugend herholen, wie können wir sie motivieren? Und wenn ich das richtig erinnere, dann und die Haushaltszahlen einigermaßen die letzten Jahre im Kopf habe, dann gibt Spremberg jetzt ungefähr genauso viel, nämlich 11, 12 Millionen für Jugendliche oder für junge Menschen aus, in Kita, in Schule, in Jugendclubs, Fördermittel und, wie wir Kreisumlage zahlen. Da sind wir jetzt bei 12,5. Letzter Satz, ohne und, bitte. Das heißt, wir werden uns diesen Herausforderungen stellen müssen und werden gerade in Bezug auf junge Menschen viel tun müssen. Aber wir hatten das Thema heute früh. Die Jugendlichen haben nämlich genauso gefragt, was können wir hier in Spremberg machen? Es muss sich auch inhaltlich bei den Angeboten, die wir jetzt haben, in den Jugendclubs, glaube ich, was ändern, weil sie werden nicht akzeptiert. Herr Brenzel hat heute früh gefragt, wer geht denn in die Jugendclubs? Keiner von den 60 anwesenden Schülern. Dankeschön. Also es ist eine inhaltliche Frage und damit müssen wir uns in der nächsten Legislatur auch beschäftigen. Frau Franke und dann Herr Brenzel. Ja, also ich hatte ja in meiner Anfangsrede schon mal gesagt, wir müssen gute, weiche Standortfaktoren in Spremberg haben, um Jugendliche hierher zu locken. Das sind gute Ausbildungsmöglichkeiten, das sind gute Arbeitsplätze. Ich glaube, da haben wir schon sehr gute Voraussetzungen. Und wir haben ja heute früh die Jugendlichen gefragt, was wollt ihr? Und da wurde eben zum Beispiel gesagt, eine Bar zum Chillen. Oder es gab auch ganz einfache Sachen, dass sie zum Beispiel 2 Bänke am Sportplatz haben wollen, wo sie einfach abhängen können. Und so müssen wir einfach zusammenarbeiten, dass man einfach fragt, was wollt ihr? Und dass wir gemeinsam gute Angebote schaffen, die wir hier in Spremberg dann umsetzen. Und ich glaube, zum Beispiel die Förderrichtlinien, die Spremberg hat, gerade auch für Jugendliche, die sind schon super toll, aber wie gesagt, Jugendclubs sind nicht mehr in. Also müssen wir auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen. Und jetzt zum Beispiel, unser nächstes Projekt ist ja der Bau einer Pumptrack-Anlage. Damit hängt zusammen die Skaterbahn und der Bolzplatz. Und vielleicht ist das auch wieder so ein Anziehungspunkt, wo Leute sagen, gut, ich gehe nach Spremberg. Dankeschön. Herr Brenzel ist dran. Danke, Elke. Ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. Das sind nur Neues nennen. Die weichen Standortfaktoren. Aber sind wir doch mal ehrlich. Roger Paulisch, wegen der Natur kommt keiner zu uns. Nur auf Besuch. Die Menschen verändern ihren Lebensmittelpunkt nur dahin, wo Arbeit ist. Und nicht einfach irgendwelche Arbeit, sondern coole Arbeit. Die Jugendliche von heute orientieren sich nicht umsonst immer mehr in die großen Städte, in die großen Zentren, weil dort die coolen Arbeitsplätze sind. Und wer nicht mit Ablehnung, sondern mit offenen Armen und Augen in den Industriepark Schwarze Pumpe geht und sich mal erläutern lässt, was dort für coole Arbeitsplätze entstehen, dann haben wir das Potenzial zur Wachstumsregion. Und Herr Paulisch, ganz ehrlich, von vornherein hier so Salz in die Wunde zu streuen und Unternehmer, die sich hier ansiedeln wollen in unserer Region, von vornherein so unterschwellig zu diffamieren, halte ich für nicht fair, weil wir haben so ein bisschen unter dem Radar hier in Spremberg eine der größten und bahnbrechendsten Ansiedlungen in den letzten Wochen oder Jahren erfahren, nämlich ungefähr vor 4 Wochen oder 5 Wochen, haben 4 sächsische Hochschulen beschlossen, vertraglich beschlossen, an den Standort Schwarze Pumpe zu kommen. Mhm. Mit einem Hochschulcampus mit 450 Forschungs- und Entwicklungsarbeitsplätzen. Und wenn... Dankeschön. Natürlich mit Steuergeld. Forschung und Entwicklung wurde schon immer, selbst in der Kaiserzeit, vom Staat bezahlt. Das gehört sich einfach so. Und da kann man doch nicht unterschwellig sagen, liebe Leute, also wir werden da genau hingucken, wer sich da ansiedelt. Im Moment ist gerade ein großer Automobilzulieferer dabei, sich anzusiedeln. Und Sie sind, glaube ich, automobilaffin. Herr Paulisch, verkaufen Sie die Menschen in Spremberg nicht für doof. Herr Brenzel, vielen Dank. Die Deindustrialisierung... Ja. Ich glaube, der Punkt ist da. Wir sollten froh sein, dass die Industrialisierung in der Lausitz wieder Fahrt aufnimmt, damit wir den Menschen mal was bieten können. Und das sind nicht nur grüne Wiesen, die sind genauso wichtig. Aber die Lausitz hat, glaube ich, ganz viel dazu beigetragen, dass CO2 in der Luft eingespart wird oder überhaupt eingespart wird und so weiter und so fort. Es ist an der Zeit, die Energiewende durchzusetzen und die Wirtschaftswende. Und zwar hin von schmutzigen Arbeitsplätzen zu coolen Arbeitsplätzen. Und Danke. Dafür werbe ich. Genau. Herr Brenzel, der Punkt ist angekommen, denn es wollen noch Herr Walter, Herr Stubinski und Herr Kellner zu diesem Thema etwas sagen. Jugendindustriepark Schwarze Pumpe hat Herr Schröter ja auch schon mit ins Spiel gebracht. Ja, also die Frage war ja, wie wir junge Leute wieder nach Spremberg holen können, warum sie hier in Spremberg leben wollen. Ich sehe das genauso. Zuerst einmal ist die Arbeit der wichtige Punkt, warum sich Jugendliche für Spremberg entscheiden. Wie man jetzt diese Arbeitsplätze nennt, das ist mir völlig Brust. Das ist so. So, zum anderen natürlich das, was die Frau Franke auch sagte, das ringsrum muss genauso stimmen. Das angefangen von der Kultur, über ein Vereinsleben, über entsprechende kulturelle Veranstaltungen. Wenn wir das irgendwo auf einen Hut kriegen, dann kommen die von ganz allein. Danke. Danke. So kurz auch, Herr Stubinski. Nee, nicht beim Major-Thema für unsere Truppe. Tatsächlich schöne Leidenschaft, die ich hier natürlich jetzt schon wahrnehme, wart ihr aber trotzdem natürlich irgendwie immer bei den Arbeitsplätzen. Und ich habe es aus eigenem Erfahren, also aus eigenem Erleben. Meine Partnerin hat ihren Arbeitsplatz noch immer in Bad Saarow, durchaus übrigens auch eine sehr schöne Stadt oder Gegend. Und sie arbeitet von hier. Und fährt nur einmal in der Woche dorthin. Sie betreibt dort Kindergärten, kann man nicht schlecht mitnehmen. Insofern muss sie das da machen. Was war der ausschlaggebende Punkt, dass sie hierher gekommen ist? Dass der Stubinski ein Grundstück hatte und dass der Stubinski Bock hatte zu bauen und das Grundstück schon bezahlt war. Das war so, ja. Dann haben wir Preisvergleiche gemacht, was kostet Bauen in Bad Saarow und was kostet Bauen in Spremberg. Und da hätte ich in Spremberg 2 Häuser von bauen können, wo ich in Bad Saarow einen kleinen Bungalow gekriegt hätte für. Das ist das entscheidende Argument. Ich habe Freunde aus Dresden, die haben hier Arbeit im Industriepark, also einer von beiden hat Arbeit im Industriepark bekommen bei einem großen Automatisierungstechniker. Die haben sich überlegt, hier ein Haus zu kaufen, hat dann nicht so geklappt, wohnen jetzt in einer Mietwohnung für ein paar Jahre, bekommen jetzt ihr erstes Kind, werden aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwann hier bauen. Es funktioniert. Es funktioniert. Wir brauchen gar nicht unbedingt so viel Kultur, sondern wir brauchen die Basics. Günstigen Wohnraum, guten Wohnraum, gute Wohngebiete. Ich habe nichts gegen Erik Weber seine Konzeption. Aber wer glaubt, dass er mit 650 Quadratmeter Grundstücken die Mehrheit der Bevölkerung zum Bauen überzeugt? Das klappt nicht. Das also, machen ein paar, aber nicht die meisten. Ich bin sofort soweit. Nee, alles gut. Familienwohngebiet wollte ich nur sagen. Das sind die Faktoren, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und da gibt es ja wunderbare Ideen deutschlandweit. Es gibt ja auch andere Gemeinden, die so eine Themen haben, wie man rund um größere Ansiedlungen und Zuzug das machen kann. Auf welchen Zug ich nicht aufspringe, weil da lehrt mich einfach die Vergangenheit das. Ich habe schon so oft gehört im Industriepark, wie viele neue Arbeitsplätze da entstehen. Und dann, als die erste Papiermaschine da war, bin ich mal abends dorthin gefahren auf den Parkplatz und habe mir das mal angeguckt. Görlitz, Bautzen, Görlitz, Bautzen, Görlitz, 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 Bautzen, Cottbus. Warum? Warum ziehen die nicht hierher? Ja, weil die Häuser da haben, die sie nicht loswerden. Das heißt, Dankeschön. Wir kriegen nur hierher die Leute, wenn wir denen hier adäquaten Wohnraum bieten, die noch nicht gebunden sind in der Region. Der aus Görlitz zieht nicht nach Spremberg. Danke, Herr Kellner, noch zu diesem Thema. Und dann müssen wir das abschließen und gehen zum nächsten Thema. Herr Henschel möchte auch noch... Einen Satz. Herzlich willkommen übrigens jetzt hier oben. Ja, Herr Kellner. Ich würde es in dem Sinne ganz kurz sagen und der Demokratie halber sagen, wir haben hier dementsprechend ein Ziel und alle Synergien müssten damit verbunden werden. Es ist nicht nur die Wirtschaft, die zählt und die Arbeitsplätze, die natürlich die Jugend anlocken, wie meine Vorredner gesagt haben, als auch Herr Stubinski, als er gemeint hat, dass es bezahlbaren Wohnraum gibt. Wohin wir aber noch definitiv Leistungen reinbringen müssen, sei es in finanzieller, aber auch in personeller unterstützender Leistungen, ist es einfach, die Jugendlichen damit anzulocken, eigene Projekte hier erstellen zu können. Ganz großes Thema Startups. Wir haben ganz viele junge kreative Köpfe in der Lausitz, die wir unterstützen müssen, was wunderbar auch der Startblock B2 in Cottbus macht, aber was hält in Spremberg davon ab, genauso ein Gründerzentrum aufzubauen, ein eigenes Startup-Zentrum, um Synergien zu entwickeln, um eigene Unternehmenspläne zu entwickeln, den Jugendlichen einen Raum geben, sich nicht nur kulturell oder spaßig weiterzuentwickeln, sondern auch wirtschaftlich-technisch weiterzuentwickeln, ohne gleich eine Ausbildung neu beginnen zu müssen oder was man einfach gerne in der Freizeit macht, weil die Jugend ist unsere Zukunft. Wir müssen dort die Freiheit so weit lassen und dahingehend unterstützen und Anleitungen bieten, damit sich die Jugend als auch die Lausitz als auch Spremberg in diesen Themen auch weiterentwickelt. Und wenn man zeigt, Spremberg hat eine Perspektive, um Jugendlichen bis ins hohe Alter in der Entwicklung eine Perspektive zu geben, sich auch wirtschaftlich aus eigener Kraft hier ansiedeln zu können, dann sind wir auch auf dem richtigen Weg, nicht nur die Kultur aufzubessern, sondern auch die eigene wirtschaftliche und innovative Kraft. Dankeschön. Herr Henschel, noch zu diesem Thema ein Abschlusswort. Ja, 20 Sekunden, um mich auch vorzustellen. Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, werde dieses Jahr 70, habe 3 erwachsene Kinder, alle um die 40. Einer davon, um gleich aufs Thema zu kommen, kam nach 15 Jahren Arbeit in München zurück, weil er sich die Wohnung dort nicht mehr leisten konnte als Handwerker. Und ich kann nur sagen, aus der Runde sollte man die Gesamtheit machbarer und wichtiger Faktoren nehmen. Und da gehört eben eine gesunde Umwelt, weiche Standortfaktoren, Kinderbetreuung, Schule etc. Das gehört alles zusammen. Man kann nicht eins gegen das andere jetzt diskutieren. Das wird nicht funktionieren. Und persönlich oder auch in der Fraktion sind wir der Meinung, wir sollten auf jeden Fall das Industriegebiet in Schwarze Pumpe so weit wie möglich entwickeln. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, aber nicht zu jedem Preis. Ja, also, um das mal abzurunden, unsere Partei hat ja mal gesagt, also Spremberg, aber normal. Das wäre so mein Credo. Und ich kann Ihnen jetzt schon mal versprechen, dass wir schaffen es jetzt nicht, noch einmal zu jeder Frage alle sprechen zu lassen. Aber ich freue mich auf ein nächstes Thema von Ihnen. Niemand? Doch? Doch. Man muss nur kurz warten. Dankeschön. Das Mikrofon kommt zu Ihnen. Okay, dann geben Sie es nicht aus der Hand, ist egal. Frage Gesundheit. Wir haben hier ein Riesenproblem in Spremberg und das musste ich selber am eigenen Leib feststellen. Im Dezember war ich noch beim Zahnarzt. Der hat mir dann keinen neuen Termin gegeben, weil er macht dicht, er geht in Rente. Habe gefragt, okay, wie geht es jetzt weiter, wo soll ich hingehen? Keine Ahnung, müssen Sie sich selber kümmern. Gut, nun kenne ich ein paar Leute. Es ist mir dann gelungen, einen Zahnarzt zu finden in Vetschau. So, der Termin war noch ein bisschen hin, dann habe ich mal ein bisschen rumtelefoniert, weil mir war dann mal ein Zahn rausgefallen, der fehlt übrigens immer noch. Und es ist mir im Umkreis nicht gelungen, auch nicht mit Hilfe der Krankenkasse, einen Zahnarzt zu finden. Also nicht mal, um diesen dämlichen Zahn wieder einzubauen, was ich mir fast noch selber zutraue. So, also auf jeden Fall ganz konkret, will ich jetzt mal von den Protagonisten wissen, was wollen Sie tun, um hier Ärzte hierher zu holen, um ihnen wirklich die Ansiedlung zu erleichtern, ob das medizinische Versorgungszentrum ist, ob das, was weiß ich, Studenten sind, die man unterstützt im Studium, um die dann über diese Bindung dann herzuholen. Was wollen Sie tun, um damit hier die ärztliche Versorgung, und zwar nicht nur bei Zahnärzten, sondern ganz allgemein, sich wieder verbessert, vielleicht dorthin wieder kommt, wo wir schon mal gewesen sind? Dankeschön. Wichtiges Thema. Sie sagen mir noch, warte mal ganz kurz, Herr Beer. Möchten Sie eine Person konkret dazu hören? Ich habe Herrn Brenzel und Herrn Henschel gesehen schon. Das sind die richtigen Leute dafür. Gut, die können gerne mal was sagen. Bitte, Herr Brenzel. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe einen Hautarzt in Berlin mittlerweile, also wir sind leidgeprüft. Aber wir haben gerade in den letzten 5 Jahren, deswegen habe ich mich sofort gemeldet, ich bin ja auch neben anderen im Aufsichtsrat unseres Krankenhauses. Und gerade in den letzten 5 Jahren haben wir eben die Kehrtwende im Krankenhaus geschafft. Und warum komme ich jetzt vom Zahnarzt aufs Krankenhaus? Weil aus dem Krankenhaus heraus entsteht halt auch ein sehr, sehr leistungsfähiges MVZ. Und wir wissen alle, dass wir ins Risiko gegangen sind, alle miteinander als Stadt Spremberg, indem wir dem Krankenhaus finanziell unter die Arme gegriffen haben. Wir wissen aber genauso, dass diese Finanzspritze wirklich Wirkung gezeigt hat, neben vielen anderen Faktoren, organisatorisch etc. pp., will ich nicht drauf eingehen. Und jetzt haben wir eine Struktur geschaffen, weil wir einfach angefangen haben, darüber nachzudenken, was muss anders gemacht werden, einen tollen Geschäftsführer haben, der auch weiß, was er tut und dadurch sozusagen die Grundlage geschaffen haben, auch das MVZ, viele kennen es noch unter dem Begriff Poliklinik, wieder weiterzuentwickeln. Und in der Zwischenzeit, ich glaube, alleine im letzten Jahr sind 2 Arztsitze dazugekommen im MVZ. Und warum betone ich diesen Begriff MVZ so? Viele Ärzte, und das habe ich eben auch bei meiner Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied dort gelernt, viele Ärzte mögen sich heute gar nicht mehr niederlassen, sondern scheuen den Verwaltungsaufwand, der da drumherum ist und so weiter und lassen sich gerne in einem medizinischen Versorgungszentrum, Schrägstrich Poliklinik, anstellen, verdienen ihr anständiges Geld, können ihre Arbeit machen, vielleicht ihrer Passion nachgehen. Es sind ja viele Ärzte, die das wirklich aus Leidenschaft machen, Mediziner zu sein und diesen leidenschaftlichen Medizinern einen Platz zu geben. Die Struktur haben wir geschaffen in unserem MVZ. Und 2 Projekte stehen da noch auf der Agenda, die auch das Potenzial haben, uns in dem Bereich zu helfen. Zum einen das Gesundheitslandhaus Schwarze Pumpe, wo auch mittlerweile das Spremberger Krankenhaus dafür sorgen wird, also das MVZ, Ärzte anzusiedeln. Und ein weiteres Projekt, was leider in Spremberg in der Kommunalpolitik in den letzten 5 Jahren so ein bisschen, naja, nicht auf breite Mehrheiten gestoßen ist, ist tatsächlich ein CTK-Projekt im Spremberger Bahnhof. Und warum betone ich das? Wir haben jetzt amtlich sozusagen, dass wir die Universitätsmedizin in Cottbus bekommen. Und es lag einfach auf der Hand, mit dem CTK mal darüber zu sprechen, wenn ihr da Ärzte habt, Assistenzärzte, angehende Ärzte, angehende Mediziner. Wie wäre denn das in Spremberg im Bahnhofsgebäude, Arztpraxen, die temporär immer mal für eine Sprechstunde pro Woche oder an 2 Tagen in der Woche besetzt sind, mit Fachärzten sozusagen anzusiedeln. Das CTK hat eigentlich diese Idee sofort aufgegriffen, hat gesagt, na super, und in Verbindung mit der Universitätsmedizin erst recht, weil die Studenten oder angehenden Ärzte setzen sich dann in den Zug in Cottbus, fahren nach Spremberg, können praktizieren und wieder nach Hause fahren. Und genauso könnten es Patienten machen. Herzlichen Dank. Warum viele Kommunalpolitiker aus anderen Fraktionen diese Idee von vornherein abgelehnt haben, das entfremdet jetzt mich. Ja. Verstehe ich bis heute aber nicht. Danke, ich würde weiterhin dafür kämpfen. Genau, für diese Ideen. Herr Henschel. Ja, ich war ja, kann man sagen, bin eigentlich noch im Kreistag der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses. Und da hatten wir in der 20. und letzten Sitzung gerade dieses Thema Ärzte. Und die gehen natürlich sehr schematisch vor. Und das sind Höhen ein Prinzip, wo sie sagen, na gut, das reicht noch aus. Da haben sie natürlich die Rentner in der Ärzteschaft zwar so mit erwähnt, aber da kommt ja die nächste Bombe auf uns zu. Also die Situation ist dramatisch, das muss man wirklich so sagen. Und auch hier müssen alle Karten gezogen werden, die eine Kommune ziehen kann. Weil im Prinzip habe ich ja als Abschlusswort dann auch dort gesagt, alle sollten ihre Verbindung in den Landtag oder an der Landesregierung und an den Bund richten, denn dort wird eine völlig falsche Politik betrieben, was diese Sachen dort betrifft, da bin ich überzeugt von. Und wie gesagt, MVZ, kommen wir wieder auf die alten Sachen zurück, die wir früher mal hatten, die alle nicht schlecht waren, wenn man das heute noch so sagen darf. Und im Prinzip bin ich ja dafür, was Herr Brenzel auch sagt, aber nicht in diesem Bahnhof. Das ist also widerspricht der Sache vollkommen. Ich habe gerade meine Schwiegermutter vorgestern wieder durch die Stadt chauffiert Nicht? Jetzt gibt es schon keine Parkplätze mehr, wäre vielleicht ein nächstes Thema. Also wir müssen irgendwo dort einen Punkt finden, wo die wirklich ältere und Richtung Gesundheit anfälligere Generation dort auch sehr gut hinkommt. Und der Bahnhof ist völlig der falsche Standort. Wir hatten das damals auch abgelehnt. Das ist von den Voraussetzungen des Verkäufers auch nicht gerechtfertigt. Mhm. Das war's dazu. Sie schütteln mit dem Kopf, nicht zufrieden mit den Antworten. Möchten Sie noch eine andere Meinung hören? Ja, Herr Kellner, sind Sie bereit? Ja, grundsätzlich Thema Gesundheit, Thema Ärzteansiedlung ist natürlich eine Sache, die wir von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg natürlich gestützt werden, aufgrund von Faktoren, wie sich Ärzte hier ansiedeln können. Die Möglichkeit, das zu umgehen, ist nur durch das MVZ, durch die Anstellung von Ärzten, und da muss ich mich zu 100% Herrn Brenzel anschließen, mit dieser Idee, die MVZs größer zu machen, zu erneuern, neue MVZs zu gründen, um die Ansiedlung hier zu stützen, um gewisse Regelungen zu umgehen. Und da bin ich auch dabei mit dem Thema Bahnhofsgebäude. Das ist ein zentraler Punkt, der von überall erreicht ist, diese Themen zu unterstützen, aufzugreifen und natürlich in Kooperation mit der Universitätsmedizin, mit der kommenden, mit dem CTK, neue Synergien und neue Schöpfungen beziehungsweise auch Ausbildungsmöglichkeiten vielleicht nach Spremberg zu holen, um hier den Ärztemangel zu begrenzen, sollte hier Hauptpunkt der kommenden Legislatur in den Stadtverordneten sein, sich genau diesen Themen zu widmen und damit junge Fachärzte als auch Fachärzte hier nach Spremberg zu holen. Dankeschön. Ja, Herr Walter noch. Ich vielleicht noch ganz kurz dazu. Wir wissen ja alle, dass das Spremberger Krankenhaus ein recht gutes Krankenhaus ist. Andererseits muss man aber auch mal sehen, welches Leistungsspektrum das Krankenhaus abdeckt. Das ist nicht allzu viel. Und durch die große Politik, sage ich mal, Bund und Land, wird es nicht besser. Und wenn ich jetzt sehe, diesen neuen Krankenhauskatalog, wo dann nachgewiesen wird, was kann das Krankenhaus und was kann es nicht, da werden viele Patienten von außerhalb sich nicht für Spremberg entscheiden. Das ist einfach so. Dankeschön. Eine letzte Wortmeldung von Herrn Stubinski dazu und dann eine nächste Frage. Tatsächlich, also ich weiß ja nicht, was da rauskommt bei der Wahl. Kann ja dann als Bürger sonst im Zweifelsfall mal in die Abgeordneten-Sprechstunde, Fragestunde kommen, Stadtversammlungsstunde. Ich mache einen konkreten Vorschlag. Das Hauptproblem für niedergelassene Ärzte ist neben der Kassenärztlichen Vereinigung, KVBB, ja das Hauptproblem ist da, dass ein Arzt nur eine bestimmte Anzahl von Patienten pro Quartal behandeln kann, und wenn er das ausgeschöpft hat, dann arbeitet er für umsonst. Und irgendwann sind Ärzte dazu übergegangen, dass sie gesagt haben, ich habe da keinen Bock drauf mehr, und deswegen sagen die, ich nehme keinen mehr auf. Ja, das ist die Ursache. Und der Bund redet darüber, aber er ändert es nicht oder hat es immer noch nicht ausreichend geändert. Und das ist vielleicht das Thema. Vielleicht müssen wir als kommunale Vertreter, es kommt, ja, es ist ein Gespräch, aber als kommunale Vertreter, parteiübergreifend, da einfach laut sein und sagen, hey, macht endlich dieses Gesetz, dass Ärzte jeden Patienten, den sie behandeln, auch bezahlt bekommen, so wie jeder Handwerker jede Rechnung bezahlt bekommt für das, was er tut. Und dann haben wir viele der Probleme in der ärztlichen Versorgung vor Ort, nicht alle, aber doch einen gewissen Teil können wir damit abfedern, weil dann Zahnärzte auch mal ein paar mehr nehmen, dann passt das vielleicht schon wieder. Dankeschön. Vielleicht können wir das machen als kleinen, echten Beitrag, weil den Rest können wir schwer lösen. Es gibt eine neue Frage. Danke. Dafür. Ja, guten Abend, Dirk Norg, mein Name. Eine Frage aus der Jungunternehmerschaft an, an die Protagonisten. Gerne auch an ein oder zwei direkt. Ja, ja, das legst du fest. Okay. Ja. Wir reden über Energiepolitik, wir reden über Gesundheit. Wir reden aber nicht über die Menschen, die schon hier sind. Wir reden darüber, dass große Industrieunternehmen herkommen. Was sind denn konkrete Vorstellungen der Protagonisten, die sich gerne dazu äußern wollen? Die bereits hier ansässigen Unternehmen, die jetzt Nachfolger suchen, oder da nehme ich mich auch gern rein, als Jungunternehmer hier gegründet haben, diese weiterhin zu unterstützen. Und ich rede nicht von Fördergeldern. Mhm. Danke. Dankeschön. Wie sieht es mit der Unterstützung junger Unternehmen und schon hier ansässiger Unternehmen auf. Herr Brenzel war wieder am schnellsten. Dann gerne. Ja, ja. Vielleicht, weil ich selber Unternehmer bin und vor 30 Jahren eben auch Jungunternehmer war und die Probleme kenne. Es ist ja nicht nur, dass man sich bekannt machen muss, sondern man ist mit viel Bürokratie umgeben und muss sich da durchwühlen. Und dann sind wir ganz schnell dabei, wenn ich mal einen Auftrag haben möchte von der öffentlichen Hand, dann ist das für kleine Unternehmen, nicht nur für junge Unternehmen, sondern für kleine Unternehmen insgesamt eine große Herausforderung. Ja. Warum ist das so? Die öffentliche Hand versteckt sich hinter dem Vergabemarktplatz. Das ist eine tolle Sache, vor allen Dingen für den, der Aufträge zu vergeben hat, für den, der Aufträge entgegennehmen will. Und wir über kleine Aufträge und mittlere Aufträge reden, ist das eine Herausforderung, weil unglaublich viel Klicks zu machen sind und so weiter und so fort. Also dieses Vergabeportal ist so semi. Und für Unternehmen, die eine extra Abteilung dafür haben, sich an Ausschreibungen zu beteiligen, ist das alles super, weil die machen das jeden Tag mehrmals. Aber für Unternehmen, die das noch nie gemacht haben oder einmal im Quartal machen, ist es jedes Mal neu eine Herausforderung, wenn es denn funktioniert. Das kommt noch dazu. Und jetzt komme ich konkret zu unserer Vorstellung. Wir möchten hier in Spremberg wieder eine Vergabepraxis, die die Gestaltungsspielräume auslotet und auch ausnutzt im Sinne unserer regionalen und kommunalen Unternehmen, also nicht kommunalen Unternehmen, städtische Unternehmen, sondern hier in der Kommune ansässigen kleinen und mittleren Unternehmen. Denn das ist uns abhandengekommen. Die Möglichkeiten der freihändigen Vergabe, der ausgeschränkten Ausschreibung, mal einfach ein Angebot anfordern, das wird nicht mehr so genutzt, wie es mal war. Also es war nämlich mal alles anders, sondern heute wird gesagt, nee, das müssen wir alles öffentlich ausschreiben und überhaupt hier 10.000 Euro, nee, das geht ja überhaupt nicht. Ganz ehrlich, ich beteilige mich meistens nicht mehr als Unternehmen, weil die Werte, die dort ausgeschrieben werden, es nicht wert sind, sich an diesen Ausschreibungen zu beteiligen. Und dafür möchten wir sorgen, also wir fordern als Fraktion CDU, FDP, UWG, EB schon länger, dass diese Vergabepraxis geändert wird. Und wir haben auch Transparenz eingefordert bei bestimmten Vergaben. Diese Transparenz wurde uns verwehrt mit dem Hinweis auf Vertrauensschutz dem Auftragnehmer gegenüber oder dem Ausschreibenden gegenüber. Da streiten wir uns bis heute mit Teilen der Verwaltung, ob denn das rechtens ist, uns den Einblick in Unterlagen zu verwehren oder nicht. Also hier müssen wir wieder mehr aufeinander zugehen. Ich will hier nicht draufdreschen auf irgendjemanden, sondern ich möchte darum werben, dass die dafür zuständig sind, Aufträge zu vergeben im Namen der öffentlichen Hand. Und das ist ja nicht nur die Verwaltung der Stadt Spremberg, sondern das sind ja auch die kommunalen Unternehmen. Dass die wieder etwas mehr auf die kleinen und mittleren Unternehmen unserer Stadt zugehen und den Willen zeigen, das Geld, was wir zu vergeben haben in Aufträgen, hier in der Stadt zu lassen. Das ist eine ganz einfache Sache. Mehr miteinander reden gilt auch hier. Ja. Auf meiner Liste steht Herr Süßmilch und dann Herr Stubinski. Also das kann ich unterstreichen, dass die Vergabepraxis in der Stadt ist ein dickes Brett. Da werden wir noch eine Weile drauf rumtrommeln müssen, ehe wir da durchgedrungen sind. Aber ich glaube, das wird von Erfolg gekrönt sein und wir werden auch wieder dahin kommen. Das kurz dazu. Herr Noack, ein Beispiel. Und Sie sprechen ja direkt von kleinen und mittelständischen Unternehmen und Startups. Startups kommen meistens aus der Forschungsszene. Deshalb meistens, manchmal, aber auch aus der industriellen. Deshalb ist es wichtig, dass wir Forschung und Entwicklung nach Spremberg holen. Wie Herr Brenzel vorhin sagte, im Industriepark siedelt sich dort mehrere sächsische Unis an. Das ist das eine. Das zweite, das haben wir jetzt in der Region und deshalb sind wir ja auch so ein bisschen auf den Bäumen. Die LEAG als großes Unternehmen mit guten Löhnen, mit tarifgebundenen Löhnen, erzeugt eine Wertschöpfung in ihrer Peripherie. Wir haben damals gesagt, wir haben 8.000 direkte Angestellte bei der LEAG, 16.000 in der Peripherie. Von den guten Löhnen, von dem Geld, von dem Umsatz, die LEAG damals in die Region gegeben hat, hat der Handwerksmeister, hat der Autohändler, hat der Schuster, hat der Bäcker profitiert. Und genau das ist das, wo wir sagen, wir müssen große Industrieansiedlungen machen, wir müssen das Industriegebiet vollkriegen, weil eben daraus Wertschöpfung für kleine und mittelständische Unternehmen entsteht. Die großen, die werden nicht sich hinstellen, werden das Dach decken. Die holen sich dazu ein Unternehmen. Die werden nicht die Reinigung machen, selber machen, sondern holen sich dazu ein Unternehmen. Die bringen ihre Wäsche in die Wäscherei. Diese Wertschöpfungskette müssen wir erhalten und aufbauen. Ich glaube, da sind wir mit dem Industriepark auf einem sehr, sehr guten Weg, hier in der Region auch. Und es wird gar nicht so sehr das Problem sein, diese Wertschöpfung der LEAG, die wegfällt, wenn sie die Kohle nicht mehr verstromen, zu ersetzen. Sie muss in neue Wege gehen. Wichtig ist nur, dass bei der ganzen Geschichte letztendlich auch Arbeitsplätze rauskommen, die gutes Geld für die Bürger und für die Arbeitnehmer bringen. Also Tarifgebundenheit und. Dankeschön. Na gut. Wertschöpfungskette erhalten und aufbauen und Vergabepraxis ändern. Was gibt es noch, Herr Stubinski? Also die Wertschöpfungskette lasse ich jetzt mal völlig außen vor. Ansonsten hat der Andreas schon ein paar Sachen gesagt, die ich auch, Vergabepraxis tatsächlich wäre auch mein Thema. Aber was ich mir noch viel mehr wünsche, und das tatsächlich gar nicht mal unbedingt nur auf Unternehmerschaft, aber da insbesondere und auch gerade junge Unternehmerschaft, kreative und mutige Unternehmerschaft, die also auch mal so in Risikobereiche gehen, die sagen, ich mache jetzt mal hier eine Party, ich mache mal einen Club auf, ich mache mal eine Außengastronomie, wir werden mal sehen, ob das funktioniert, dass die, ich sag's mal, umarmt werden von der Stadt. Und das einerseits von der Politik, aber insbesondere von der Verwaltung. Und da haben wir im Moment, ohne der Verwaltung da jetzt irgendwie ans Zeug zu flicken, will ich nicht missverstanden werden, wir haben dazu oft Dienst nach Vorschrift. Haben wir schon immer so gemacht, das geht nicht, da müssen wir erstmal jemanden fragen, nee, das kann ich nicht entscheiden. Und davon müssen wir weg. Wir müssen hin, dass die sagen, sehr gut, geile Idee, wenn ich nicht bei der Stadt arbeiten würde, würde ich vielleicht sogar bei dir anfangen mit der Idee. Ich kenne da den, geh mal dahin, und dann sind da Leute, die die Leute auch voranbringen. Das ist diese Gründerkultur, die wir brauchen. Da kann man sich ganz viel tatsächlich im Berliner Raum abgucken, weil deswegen funktioniert das ja da so. Ja, das haben die gut gemacht da im Speckgürtel, hieß das immer früher, ja, jetzt Berliner Umland. Teltow ist da besonders stark in der Wirtschaftsförderung. Die sind wirklich nicht mit dem Geldkoffer gekommen, Fördermittel, Steuergeld, nee, das war nicht das Thema, sondern Netzwerke. Die haben Leute miteinander zusammengebracht. Ich habe das heute zufällig bei dir gelesen, deswegen kann ich es jetzt bringen. Ja? Ich kenne jetzt deinen Steuerberater, der gelegentlich bei dir hinguckt und dir Tipps gibt. Und das ist wichtig, diese Information weiterzugeben an jemand anders, der überlegt, ich will ein Unternehmen gründen, Steuerberater, wo gehe ich in den Spremberg zum Steuerberater? Boah, wer ist das denn? Ist der cool? Dankeschön. Ne? Also das meine ich halt, diese Netzwerke müssen wir fördern. Und das muss nicht viel kosten. Herr Reipert hat zu dem Thema noch eine Frage oder eine? Ja, mehrere Fragen. Mehrere Fragen gleich. Also, na, gucken wir mal. Frage an Herrn Brenzel und Herrn Süßmilch. Also für mich klingt das jetzt so ein bisschen Kapitulation vor der Vergabestelle. Sie waren in der SVV und Sie werden ja wahrscheinlich wieder in der SVV sein und geben jetzt hier zu Protokoll, dass das nicht geklappt hat mit der Vergabestelle und dass man da nicht übereingekommen ist. Ich kann nur sagen, ich habe eine Beschwerde, eine mehrseitige Beschwerde vom Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft auf dem Tisch über die Vergabemodalitäten in Spremberg. Da wurde ausgeschrieben beispielsweise die Sanierung der Fenster im Rathaus. Und es wurden Unterlagen nachgefordert, ohne Witz, innerhalb von 2 Tagen. Und die Frist endete am Ostermontag. Das läuft in Spremberg. Und wenn wir nicht schaffen, diese Firmen, was Handwerksunternehmen sind, die hier wo ihre Angestellten haben, die hier ihren Umsatz haben, ihr Geld hier lassen, wenn wir das nicht schaffen, diese Firmen hier zu halten, dann ist das ein Armutszeugnis. Und dann noch eine Sache zum Industriepark. Wir waren von der Handwerkskammer bei der AfD und Herr Peiner hat uns dort erzählt, wie viel Geld er zur Verfügung hat bis 2035, glaube ich, war das. Davon sind nicht mal 500 Millionen für kleine und mittelständische Unternehmen drüber geblieben. Und das, finde ich, ist traurig. Und wenn wir das nicht machen, und jetzt die Frage an die, jetzt die Frage an die beiden, wenn wir es nicht schaffen, mit der Vergabekommission dort eine Regel hinzukriegen, wie es in anderen Städten auch ist. Wie wollen wir dann eine Akzeptanz im Industriepark herbringen, dass kleine mittelständische Unternehmen davon auch partizipieren? Ja, danke schön. Fange ich mal an. Ja. Also Herr Reipert, ich habe in dieser Legislaturperiode 3 Jahre in der Vergabekommission gesessen, bevor ich es an Frau Franke übergeben habe. Zusammen mit Herrn Reininger, mit dem Apotheker und von Ihnen, den Herrn Jörg. Und wir haben uns oftmals sehr darüber aufgeregt, wie Ausschreibungen erfolgten. Und wir haben vehement dafür uns eingesetzt und haben es auch erreicht, dass sich bestimmte Dinge in den Vergabeverfahren verändert haben. Aber Sie wissen es selber als Handwerksmeister, wenn Sie sich an der Vergabe beteiligen, das rechtliche Korsett, das gerade bei Vergaben der öffentlichen Hand da ist, ist dermaßen eng, dass Spielräume begrenzt sind. Es gibt Spielräume, wir fordern von der Verwaltung auch diese Spielräume auszunutzen im Interesse der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Darum geht es nämlich. Ja, man kann Lose einteilen, man kann damit die Vergaben von den Summen her senken, dass man sie nicht mehr europaweit, das sind alles so eine Möglichkeiten. Führt zu weit, das jetzt alles zu erläutern. Genau das fordern wir und das fordern wir vehement. Und da setzen, oder da setzen wir auch Punkte und zwingen die Verwaltung, das zu tun. Und wir werden es erleben, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es dazu kommen wird in den nächsten Jahren, dass es wieder kleinteiliger wird. Weil die Politik eben, nachdem sie die Erkenntnis hat, und ich glaube, das Markanteste war die Essenvergabe in den Schulen, dass wir kommunale oder städtische Unternehmen damit auch benachteiligen, bis hin, dass wir sie wirtschaftlich kaputt machen. Und das können wir uns nicht leisten. Das ist völlig richtig. Und da arbeiten wir dran. Aber wir müssen uns im Rahmen der Gesetzlichkeiten daran arbeiten und müssen dann die Lücken und die Wege finden, die sich damit auftun. Danke. Ja. Herr Reipert, Sie kennen mich ja schon eine Weile und Sie wissen, ich kapituliere nie. Ich gebe mich manchmal geschlagen. Und ich kann das auch nicht so stehen lassen, genauso wie Dirk Süßmilch das jetzt gerade gesagt hat. Ich bin nicht in der Vergabekommission, aber ich weiß von unseren Mitgliedern in der Vergabekommission, dass es dort oft in dieser letzten Legislaturperiode hoch herging und heftigste Diskussionen stattgefunden haben. Und ich glaube, dass sowohl diese Diskussion, aber auch die Kommunikation auf anderer Ebene, ich sehe hier vorne Jan Degen, der ist ja letztendlich in der Verwaltung und der knappert schon am Finger rum, weil er sicherlich was sagen würde gerne. Wir reden miteinander und das ist, glaube ich, das, wo wir wieder hinkommen müssen. Verwaltung und Politik und der Bürger müssen miteinander reden, das hatten wir ja heute Morgen auch. Kai-Uwe, dass wir hier auch den Schülern gesagt haben, mehr Kommunikation und weniger Konfrontation. Und steht da, Tropfen hüllt den Stein. Ich höre nicht auf, darüber zu reden. Und das ist unsere Aufgabe. Wir hören nicht auf, darüber zu reden, dass da etwas in die Schieflage gelangt ist. Ja, und hier geht es nicht darum, Kungelei zu betreiben oder Aufträge zu verschieben, sondern einfach nur im Sinne der Spremberger kleinen Unternehmen, habe ich ja vorhin gesagt, sozusagen die Möglichkeiten so auszunutzen, dass sie eine Chance haben. Und ich sage es nochmal, die Frage war ja Jungunternehmer. Die stehen wie, ja, ich muss doch den Auftrag kriegen. Nee, kriegst du nicht, weil wir müssen das mal ausschreiben. Und bei der Ausschreibung ist der kleine, junge Unternehmer vor allen Dingen immer benachteiligt, weil er nicht die Erfahrung hat. Und da muss man ihm dann vielleicht auch unter die Arme greifen. Und da setze ich an Kommunikation. Das eine sind die formellen, gesetzesbasierenden Vergabeverfahren. Da geht es in der Regel auch richtig um Summen. Ich glaube, dem kleinen, jungen Unternehmer geht es um die kleinen Aufträge. 3.000 Euro, 5.000 Euro, 10.000 Euro. Und da haben wir Spielraum. Und für diesen Spielraum höre ich nicht auf zu werben, dass wir den einfach ausloten müssen, weil 3.000 Euro, da lohnt sich einfach nicht mal die Preisanfrage. Ja, einfach vergeben. Fertig. 2 Minuten haben Sie geschafft. Wunderbar. Danke. Ein Satz? Ein Satz. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ein Satz. Wenn eine Stadt ein Personalentwicklungskonzept macht und unter Unternehmenskultur reinschreibt, haben wir nicht, brauchen wir nicht, ist das Problem hinreichend umrissen. Und das muss und wird sich in der nächsten Legislatur ändern. Danke. Jetzt wurde das Thema Verwaltung auf jeden Fall auch schon mit angerissen. Gibt es von Ihnen noch ein Thema? Ich gucke scharf, ich werde hier vom Licht etwas geblendet. Wir sind auch jetzt 1,5 Stunden unterwegs, sonst, ja, gut. dann gibt es die Chance. Ja, wir geben das Mikrofon nicht aus der Hand. Ich merke schon, es ist ein wertvolles Teil anscheinend. Mhm. Also mein Name ist Susanne Weinert. Bin jetzt mal hier einfach als interessierte Bürgerin. Bin zwar auch auf Kandidatur, aber ich finde es, das muss ich mal am Rande sagen, erstmal sehr toll, dass es so eine Veranstaltung gibt hier, dass es dieses Format gibt. Was mich persönlich sehr befremdet, ist, dass hier so wenig Leute sind. Und wenn ich jetzt mal mich im Saal umschaue, die Hälfte davon sind ja wahrscheinlich irgendwelche Kandidaten oder Amtsträger. Warum kam es denn dazu, dass die Einladung so spät versendet wurde? Ich bin für persönlich Bürgerbeteiligung. Ich hätte mir gewünscht, dass hier der Saal brechend voll ist, dass ganz viele die Möglichkeit haben, ihre Fragen loszuwerden. Ich habe vor ein paar Minuten noch unsere Frau Bürgermeisterin hier im Saal gesehen. Leider ist sie jetzt nicht mehr da. Denn die Frage hatte ich mir eigentlich aufgehoben, um zumal nachzufragen, was ist denn überhaupt, wer macht denn hier die Einladung? Wie sind denn andere Veranstaltungen überhaupt? Ja. Warum wird der Bürger so wenig mit ins Boot genommen? Ja, ich bin ja als Moderatorin hier oder beziehungsweise ich rufe hier nur auf, wie Sie sehen. Deswegen möchte ich auch diese Frage abgeben. Ja, sehr gut. Tatsächlich. Nee, dann lasse ich jetzt mal Frau Franke vor, bitte. Ja. Also die Einladung ging ja über den Seniorenbeirat und über den Jugendbeirat nach außen. Ich glaube, in der letzten Woche habe ich zum ersten Mal diese Einladung gesehen. Es war relativ knapp, aber vielleicht haben Sie auch ein bisschen Verständnis dafür. Der Jugendbeirat und der Seniorenbeirat arbeiten ja auch ehrenamtlich. Und es ist wirklich manchmal sehr, sehr schwierig, alles in die Reihe zu bringen. Erstmal einen Termin zu finden, an dem alle können. Dann, ich sag mal, braucht man einen Raum, man muss die Plakate drucken, man muss eine Einladung machen und so weiter. Ich bin auch sehr, genau wie Sie, sehr glücklich darüber, dass diese Veranstaltung stattgefunden hat, sonst würde es die ja gar nicht geben. Und ich bin auch ein bisschen traurig darüber, dass so wenig Bürgerinnen und Bürger das heute nutzen. Ich weiß jetzt schon wieder, dass bestimmt in der nächsten Stadtverordnetenversammlung irgendjemand sagen wird, wir werden nicht mitgenommen. Bitte kommt doch einfach zu solchen Veranstaltungen. Wie gesagt, es war diesmal vielleicht wirklich etwas kurzfristig, aber wir würden uns auch freuen, wenn der Saal voll wäre und wenn wir noch mehr mit Fragen, ich sag mal, ein bisschen geärgert oder auch erfreut werden. Ja, ja. Nee, warten Sie, jetzt war Herr Stubinski, Herr Brenzel und Herr Schröter. Tatsächlich ist es so, dass diese Veranstaltung ja schon eine etwas längere Vorgeschichte hatte. Es gab, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, 2 Monate oder so, mal ein Gespräch zwischen Herrn Brenzel und mir zufällig, wo wir darüber gesprochen haben, Wahlkampf gibt es eigentlich. Früher hat es nämlich die Lausitzer Rundschau zusammen mit dem Stadtkanal gemacht, solche Foren immer. Und wir haben darüber sinniert, gibt es das diesmal eigentlich? Hast du irgendwas gehört? Hat überhaupt irgendjemand was gehört? Und ich will das jetzt nicht als Medienkritik anbringen, aber zurzeit ist unsere Lausitzer Rundschau irgendwie auch bei seltsamen Themen sehr oft dran, aber bei anderen Themen ist sie irgendwie nicht da. Warum, woran auch immer das liegen mag, will ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber wir haben das Signal nicht gehabt, dass da was kommt. Und dann war die missliche Situation tatsächlich, so habe ich es zu Andreas gesagt, ich sage, ich kann das nicht machen. Wir können bestimmt im Bergschlösschen das machen, aber ich bin ja selber Kandidat. Das ist ja blöd. Und habe ihm zugesagt, ich spreche mal mit dem Jugendbeirat. Und dann habe ich die Informationen einfach in den Jugendbeirat gegeben. Ich habe gesagt, könntet ihr euch das vorstellen? Die haben natürlich nie sofort geschrien, juhu, da haben wir richtig Bock drauf, machen wir gleich. Sondern die haben sich erst mal beraten. Und dann kam der Seniorenbeirat dazu. Die sind dann irgendwie damit reingestiegen. Und dann kam Ostern und die Feiertage dazwischen. Ja. Und dadurch hat sich dann tatsächlich leider verhuddelt, muss man wirklich so sagen. Weil wir beide haben schon vor einer ganzen Weile mal gesprochen, ob das hier geht. Ja. Und deswegen, Jetzt im Nachgang sage ich, die Kritik müssen wir da wahrscheinlich noch mal mitnehmen. Auf jeden Fall. Aber ich denke, alle politischen Gliederungen hier. Also ich meine, wir haben unsere eigenen Leute hier mobilisiert gekriegt, sehr relativ viele Kandidaten, aber unsere Kernklientel, Kernwählerschaft haben wir alle offensichtlich nicht motiviert gekriegt, hier heute herzukommen. Entweder ist denen schon klar, dass sie uns wählen, oder denen ist egal, was wir für Positionen haben. Und mit der Frage müssen wir jetzt vielleicht wirklich alle mit unseren Kernwählern mal auseinandersetzen und sagen, was war los, warum seid ihr nicht gekommen? Und uns dann nochmal austauschen dazu. Genau. Ich glaube ja auch, hinter Ihrer Frage oder Anmerkung stand ja auch, was tun wir, was tun Sie, wenn Sie gewählt werden, damit wir ins Gespräch kommen, untereinander, unter den Generationen, unter den Fraktionen, Parteien mit der Bürgerschaft Sprembergs. Vielleicht in die Richtung nochmal. Ich kann das nur sagen, was Elke Franke schon gesagt hat. Wir sind alle mega traurig, wenn der Saal tatsächlich eher halb leer ist als halb voll. Und trotzdem werden wir nicht müde, solche Angebote zu machen. Also zum einen rede ich gern, weil ich früher mal Discjockey war. Mhm. Und das ist mir so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und zum anderen ist es aber so, alle, wie wir hier oben sitzen, alle Wählervereinigungen haben ja noch die eine oder andere individuelle Veranstaltung. Und das wird ja hier, glaube ich, auch übertragen im Livestream und so, wie ich gehört habe, dann auch in den nächsten Tagen nochmal im Stadtkanal gesendet. Liebe Bürgerinnen und Bürger, wie Sie hier im Saal sitzen oder eben vor dem Fernsehbildschirm oder dem Computer, nehmen Sie die Angebote der Wählergruppen wahr. Natura hat vorhin Kai Uwert geworben für den 30.05. Kann ich nochmal wiederholen, in die Schilfhütte zu kommen zum Thema Wasser. Wir haben auch eine Veranstaltung gehabt zum Thema Wasser. Wir hatten gestern eine öffentliche Veranstaltung und wir werden, wie gesagt, nicht müde, auf dem Marktplatz zu stehen und in die Ortsteile zu gehen. Wir können aber, ich sage jetzt mal, den Bürger nicht zwingen, zu uns zu kommen. Wir machen ein Angebot. Und ich glaube, 9 Wählergruppen machen 9 Angebote mindestens. Bei uns sind es 17 Vororttermine, die wir machen. Unser Kreisverband hat gesagt, ihr macht mehr als der gesamte Kreis sonst zusammen. Also wir machen das Angebot, alle gemeinsam, wie wir hier sitzen. Die AfD war auf dem Marktplatz, also ich weiß, dass wir klatschen uns ja manchmal ab auf der Straße. Also wir sind da und die Bürgerinnen und Bürger können kommen. Und jetzt kann man das so sehen und so sehen, also so nach dem Motto Resignation, Politverdrossenheit, oder vielleicht fühlen sich die Bürger ja auch wohl mit uns, weil sie sehen, vom Naturschützer über den Industrieliebhaber, ist alles da, ich brauche mich nicht kümmern, die machen das schon. Dankeschön, Herr Schröter. Ja, also von mir keine Kritik, sondern ganz großen Dank an den Jugend- und Seniorenbeirat, dass sie das überhaupt organisiert haben, dass wir uns alle hier präsentieren dürfen. Ja. Das muss man mal so deutlich sagen. Ja. Ja, Politikverdrossenheit, das ist ein großes Thema, was wir auch immer wieder spüren. Wir haben in der vorigen Woche im Bullwinkel gestanden, viele Leute angesprochen. Und wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, ist das dann doch hochgradig interessant, auch für die Leute, die vorher nicht angesprochen werden wollten. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass man solche Veranstaltungen nicht nur in unserer schönen Spremberg-App finden kann. Das wäre vielleicht ein ganz gutes Mittel. Also der ein oder andere, Markus war gestern auch da, wir waren gestern im Kino gewesen, da hatte die BTU Präsenzstelle eine sehr interessante Diskussion zum Thema Erinnerungskultur. Und ich habe es durch einen Flyer oder durch einen Banner an einer Brücke gesehen. Und ich sage mal, da können wir noch viel mehr tun. Und vielleicht auch, ja, Frau Igel, nehmen Sie das mal mit. Lausitzer Rundschau könnte auch wieder mal ein bisschen aktiver werden, wenn es um Stadtprobleme geht. Dankeschön. Ja. Oh, jetzt möchte Sie gleich was sagen, Frau Igel. Gerne. Also es ist eigentlich nicht Sache der Lausitzer Rundschau, ja, sich hier zu äußern, wir beobachten. Aber ich möchte gerne mal rückfragen, wie viele lesen denn noch die Lausitzer Rundschau? Das sind wenige. Die Spremberger wissen, sie haben nicht mal mehr eine Redaktion in Spremberg. Ja, wir sind jetzt hier 2 Einzelkämpfer, die im Homeoffice sitzen, weil es preiswerter ist. Die Presse wird nicht so bezahlt wie ein öffentliches Fernsehen, ne? Wir versuchen als Unternehmen durchzukommen und wir schreiben momentan vor allem online. Das, was online erschienen ist, nehmen sich die Zeitungsmacher und packen es ihnen einen Tag später in die Tageszeitung. Ich bin heute sehr gespannt hier. Ich möchte auch wissen, wen ich wählen kann. Und viele von Ihnen kennen mich. Ich staune manchmal, was Stadtverordnete nicht wissen, was aber in der Zeitung gestanden hat. Und deshalb meine erste Frage, wer liest sie noch? Ich nehme aber auch die Kritik mit, Herr Stubinski. Danke. Ja. Und gibt es noch eine Frage, die Sie brauchen zum Entscheiden? Hat jemand Ja gerufen? Ansonsten, über 1,5 Stunden sitzen wir hier. Viele Themen hatten wir. Jugend, Gesundheit, Energie, Unternehmen, junge Unternehmerschaft, Verwaltung haben wir angerissen. Also wir hatten viele Themen und sind jetzt am Ende ein bisschen dahin gelangt, wo ich vielleicht auch noch mal hingekommen wäre, nämlich die Frage, und womit ich auch angefangen habe, Demokratie lebt vom Austausch, lebt davon, dass wir im Gespräch sind, das, was wir heute Abend machen. Und es wurde auch gesprochen von Herr Süßmilch, Sie haben am Anfang gesagt, für ein tolerantes, offenes Spremberg zu stehen. Vielleicht so als Abschlussfrage oder Impuls noch von denen, die jetzt vielleicht in der letzten Zeit nichts gesagt haben. Was tun Sie denn dafür, dass wir hier Demokratie leben in Spremberg ganz konkret und miteinander das auch immer weiter tun können und im Austausch bleiben können? Wenn dazu noch jemand etwas sagen möchte, gern. Nein, hier Frau Franke, Herr Süßmilch. Ja, ich glaube, es gibt in Spremberg viele Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung. Hier wurde ja vorhin schon gesagt von ganz vielen Wählergruppen, dass man Infostände macht, dass man Bürgerinnen und Bürger anspricht, dass man Veranstaltungen macht. Wir haben zum Beispiel auch zum Thema Wasser, hatten wir im Januar eine Veranstaltung. Wir werden am Freitag Nachmittag eine Veranstaltung im Bullwinkel noch einmal durchführen, wo wir immer Bürgerinnen und Bürger herzlich willkommen heißen. Und natürlich selber, ich finde, dass man selber auch Demokratie leben muss. Zum Beispiel, ich erinnere, am Sonnabend war der bunte Marktplatz und das war eine super tolle Veranstaltung, aber auch da waren eben wenig Spremberger. Das ist immer so ein bisschen traurig, dass solche Angebote nicht angenommen werden. Und worüber ich mich wirklich sehr ärgere, und ich glaube, jeder, der hier oben sitzt, ist, wie man mit Respekt und Toleranz in Spremberg umgeht. Da werden Wahlplakate runtergerissen, sie werden beschmiert. Da wird das Hitlerbärtchen angemalt an Menschen. Ich finde, das ist kein toleranter Umgang und das ist auch kein gutes Zeichen für die Demokratie. Und deshalb meine Bitte, gehen wir einfach alle fair miteinander um. Mhm, danke. Das trifft schon sehr gut. Ich glaube, jeder von uns kann mit eigenem Beispiel vorangehen, indem er tolerant gegenüber anderen Meinungen auftritt, indem er Leuten, die eine andere Meinung haben, zuhört, indem er sich informiert. Und nicht darauf wartet, dass die Informationen zu einem kommen, sondern hingeht. Und wenn der NABU damals eingeladen hat, in den Stadtwald zu kommen und sich das anzugucken, ist es für mich als Stadtverordneter selbstverständlich, dass ich da hingehe und mir das anhöre. Ja, und genauso ist es für mich selbstverständlich, wenn die Wirtschaftsleute im Industriepark einladen, dass ich hingehe, dass ich mir deren Meinung anhöre. Die Frage, mehr gelassen, miteinander umgehen, offen sein für andere Meinungen, tolerant sein gegenüber anderen Meinungen. Ich werde nicht jeden überzeugen können mit meiner Meinung, aber ich kenne seine Argumente, finde da vielleicht auch einige Aspekte, die mir wichtig sind. Und wir können dann gut miteinander, nebeneinander kooperieren. Ja? Mit Herrn Brenzel, wir gucken uns immer noch an, obwohl wir uns wegen der Schwimmhalle gefetzt haben, ohne Ende. Es ist aber so, dass man vernünftig miteinander umgehen muss. Und genau das Gleiche gilt, wenn Menschen hierher kommen, die Schutz brauchen, die Hilfe brauchen, dann müssen wir denen gegenüber offen und tolerant sein als Stadt, wenn Arbeitskräfte herkommen. Wir werden es erleben, dass Führungskräfte in Unternehmen im Industriepark international sind. Die kommen nicht nur aus Deutschland. Ja? Ich war mal in Leipzig bei Siemens, da war der Chef ein Kroate, der dann eben seine Karrieren durch das Unternehmen macht. Das wird uns hier genauso passieren. Und wenn die Leute merken, Spremberg verhält sich schlecht und unangemessen gegenüber Menschen, die keinen deutschen Pass haben, dann tragen sie das weiter. Wenn wir offen und tolerant sind als Gesellschaft, als Kommune, dann werden diese Leute auch sagen, schöne Stadt, fahr dort mal hin, guck dir mal die Natur an, Die Menschen Dankeschön. Sind freundlich. Danke. Jetzt Herr Schröter noch und Herr Brenzel und Herr Stubinski. Ja, vielleicht kann man es auch so sehen, wir hier oben sind eigentlich so ein gutes Beispiel für Demokratie. Wir haben alle ja teilweise total kontroverse Meinungen. Wir haben im Vorfeld schon diskutiert, wir sind uns hier oben nicht an die Kehle gegangen. Wir werden sicherlich im Nachgang noch viel diskutieren. Man trifft sich in der Stadt oder mal beim Klassentreffen, so wie mit Roger. Es gibt immer viele Punkte, wo man ansetzen kann, wo man den anderen aber auch mal ausreden lassen muss und vielleicht mal versuchen muss, nachzuvollziehen, was meint er damit eigentlich? Wir haben es in der letzten Woche gemacht, die SPD hatte einen Stand unten in der Stadt, die CDU. Wir sind dann einfach mal rumgegangen, haben mal bei den anderen geschaut und einfach mal, ja, die Linke war auch da, einfach mal auch mit denen quatschen und im Gespräch bleiben. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Und das wird auch eine ganz wichtige Sache sein für die Zusammenarbeit in der nächsten Legislatur. Dankeschön. Herr Brenzel? Ja, ich denke, die letzte Legislatur, da haben wir ein bisschen gebraucht, um uns einzurütteln, aber auf den letzten Metern haben wir ein angemessenes Miteinander gefunden und dieses angemessene Miteinander ist wichtig. Ich möchte aber, Herr Schwanger, so mit, ja, Demokratie ist das eine, Offenheit ist das andere. Heute Morgen haben wir das noch viel tiefer betrachtet und ein Thema fällt mir dabei noch ein. Wir haben ja am Industriepark, der heute schon mehrfach hier thematisiert wurde, auch den Ansiedlungswunsch seitens des Industrieparks für ein internationales Fachkräftecollege. Und ich finde es sehr, sehr unangemessen und bedenkenswert, wenn ich dann schon wieder von einigen politischen Akteuren höre, sowas wollen wir nicht. Wir wollen hier keine Ausländer. Ja, meine Damen und Herren, wo sind wir denn gelandet? Wir sind im 21. Jahrhundert. Und wir hatten heute Nachmittag als Wählergruppe einen Besuch in einem Unternehmen hier in Spremberg. Unternehmer hat uns gesagt, ja, 40% meiner Mitarbeiter sind polnische Mitarbeiter. Und nicht, weil die weniger Geld haben wollen wie die deutschen Mitarbeiter, sondern weil er mittlerweile bestimmte Fachkräfte hier in Deutschland nicht mehr findet. Das heißt, wir müssen uns doch dem Ausland öffnen. Und das hat nichts mit Multikulti zu tun oder so, sondern das ist einfach nur internationale, gelebte Wirtschaftsrealität. Und da von vornherein zu sagen, ein internationales Fachkräftecollege wollen wir nicht, das finde ich sowas von vor 100 Jahren und unangemessen, der Tatsache geschuldet, dass wir 5.000 Industriearbeitsplätze jetzt schon am Industriestandort Schwarze Pumpe haben und wir wollen nochmal um 2.000 bis 3.000 aufstocken, je nachdem, wie optimistisch man das sieht. Dankeschön. Pessimistisch sollte man es nicht sehen und deswegen fängt dort Kultur und kulturelles Miteinander oder anständiges Miteinander an. Ja, Dankeschön. Ich wollte jetzt meine Abschlussrunde eigentlich drehen. Sie dürfen gleich was sagen, aber es kommt auch noch eine Frage, die möchte ich dann doch nicht unter den Tisch kehren lassen. Deswegen jetzt nochmal in aller Kürze Herr Stubinski und dann noch eine letzte Frage aus dem Publikum. Ich habe so oft auf die Uhr geguckt und gesehen, wie da vorne eine 2 Stunden. Und du sagst trotzdem immer bei mir, ich soll mich kurz fassen. Bei allen sage ich. Ich habe ja tatsächlich im Laufe der letzten Legislatur mein Mandat abgegeben. Aufgrund dessen, das habe ich ja damals auch gesagt, sage ich auch heute nochmal so, am Ende habe ich mich oft gefühlt, als wenn ich die AfD bin. Weil wenn ich was gesagt habe, dann alle gegen Stubinski, auch den größten Schwachsinn. Ich sag mal Glaspalast, Bürgerhaus, ja, wo heute mancher sagt, ob das so clever war, was wir da gemacht haben. Wie auch immer, sei es drum. Was ich mir wünsche tatsächlich, und das sage ich an die insbesondere großen 3, und euch nehme ich da jetzt mal mit ein, also die da schon drin sind. Ich wünsche mir, dass, egal ob ich dabei bin oder andere, ich wünsche mir, dass ihr aus der letzten Legislatur gelernt habt, dass wenn wir Politik des Egos wegen machen, wir scheitern werden. Weil das war die Schwimmhalle. Wir haben unseren eigenen Kompromissen aus Ego-Gründen im Weg gestanden. Die Kompromisse gab es. Wir hätten heute eine Schwimmhalle, die wäre in der Mitte von dem, was alle wollten. Aber wir haben es verkackt, weil unser Ego größer war. Wir haben die Bürger am Ende auch, muss man so sagen, verführt, sich an einer Geschichte zu beteiligen, die zum Scheitern verurteilt war. Und das ist auch keine Bürgerbeteiligung, das darf man so auch nicht machen. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir alle was daraus gelernt haben und dass wir wirklich ernsthaft diese kleine Kommunalpolitik machen. Wir wollen nicht das Land verändern, wir wollen was für Spremberg. Das nehme ich auch jedem Einzelnen von Ihnen ab, das nehme ich eigentlich auch allen AfD-Leuten irgendwie ab, dass es am Ende wirklich um das hier vor Ort geht und nicht den großen Weltfrieden, wie Elke heute mal schon ein paar Mal verkündet hat. Aber dazu möchte ich euch auch wirklich ermuntern. Ich weiß, dass ich da auch manchmal schwierig bin für, aber ich trete nicht nochmal an, um mich wieder mit euch zu duellieren auf alles. Ich konnte immer mit euch ein Bier trinken danach, aber ich möchte, dass wir Politik und Demokratie für die Menschen lebbar machen. Es muss klar sein, dass wir unterschiedliche Positionen haben, aber sie müssen sehen, dass wir uns vertragen. Danke. Aber das kannst du auch auf dich beziehen, denn du warst in der Sache ganz, ganz großer Akteur. Wollen wir doch jetzt, das muss ich jetzt dazwischenlegen. Es lief alles so schön wunderbar. Eine letzte Frage. Noch einmal von Ihnen. Wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema als Gesundheit. Ich hatte es vorhin vor ganz kurz. Sie müssen los. Ganz kurz, Herr Henschel, Sie müssen los. Einen schönen Abend, Entschuldigung. Wir halten noch die 5 Minuten durch. 10 Minuten, sage ich mal. So lange brauche ich nicht. Ich hatte es vorhin vergessen, mein Name ist Peter Wolf. Ich bin unter anderem auch der SPD-Vorsitzende in Spremberg. Ich habe vorhin wieder eine Redewendung gehört, die so falsch ist wie irgendwas. Ich bin viel unterwegs als Handwerker hier in Spremberg und wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dauert es meistens wenige Minuten. Dann sind wir bei der Politik. Mhm. Die Menschen sind nicht verdrossen, sie sind für Politiker verdrossen. Das ist ein Unterschied. Es geht immer um Politik. So wie man irgendwo am Biertisch oder am Kaffeetisch sitzt, egal beim Frühstück, beim Mittag, beim Abendbrot, es geht um Politik. Ob die große, die kleine, um die Stadtpolitik, um das Schwimmhalle, andere Dinge. Und ich kann nur auffordern. Wir haben es selber als SPD immer wieder versucht, Infostände zu machen. Es funktioniert nicht. Man kann Bürger einladen zu sich. Es funktioniert nicht. Man trinkt so viel Kaffee, das ist wirklich ungesund, weil es kommt niemand. So, man muss als Politiker zu den Leuten hingehen. Man muss Mitglied in Vereinen werden. Man muss wirklich auf die Leute zugehen und dorthin gehen, wo die Menschen sind und mit denen reden. Ja. So, und nicht warten, dass die auf einen zukommen. Das funktioniert nicht. Gut. Und das können sich alle gerne mal in Stammbuch schreiben. Gibt es dazu noch eine Frage? Nee, das war ein Statement. Danke. Das Statement war mir wichtig, tut mir leid. Danke. Das gilt jetzt auch für alle gut. Politiker, die sich das gerne annehmen dürfen. Genau, es wird angenommen. Ich nehme es auch an, vielleicht mit dem Satz, dass ich das nämlich auch denke, dass niemand unpolitisch sein kann. Es betrifft uns alle, Demokratie betrifft uns alle, dass wir im Gespräch bleiben, betrifft uns alle. Ich bedanke mich ganz herzlich noch einmal beim Jugendbeirat und beim Seniorenbeirat für diese Chance hier. Und ich darf auch verkünden, dass vor der Landtagswahl der Jugendbeirat wieder etwas plant. Und also ihr bleibt dran, dafür sind wir sehr dankbar. Und an uns alle gilt, an den Bildschirmen und hier, wir müssen es organisieren selber. Das ist auch Demokratie. Herzlichen Dank für die friedliche Diskussion und ich wünsche allen einen schönen Abend, beziehungsweise wer noch im Gespräch bleiben will, kann das natürlich noch gerne tun.